Sound resumed. Thank you.
E40 mit Status 2. Die 40 für die Leitstelle kommen. 40 hört. Haben Sie rein zufällig Ihren Funkcheck vergessen? Kommen. Negativ, Funkcheck kommen. Check. Check. Send vor. Für die 29 dann kommen. Witzig hört. Ihr 96 ist aktuell am 10.19, so richtig. Ja, dann kommen Sie einmal bitte vor SPD, tragen Sie einmal in die 21 Adam ein, fahren zu dritt einmal Streife. Leitstelle Ende. Für die Leitstelle kommen. Bitte hört. Haben Sie Funkspruch von mir noch verstanden? Komm. Den 4. Ja, wir warten dann vorm BD. Komm. Jetzt. Ja. Das ist gerade nagelneu. Ich brauche Luft. Kann ich atmen? Ja. Guten Tag, Kollegen. Mahlzeit, alles gut? Ja. Ah, freut mich. War nur am Aufmunitionieren, das hat ein bisschen gedauert. Wir warten jetzt noch einmal, bis der grüne Wagen da vorbeifährt. Dann halten wir den an und fragen ihn, warum er hier die ganze Zeit vorbeifährt. Vor allem, warum er so schnell vorbeifährt. Na, der wird jetzt wegfahren. Der wird wegfahren. Oder? Ja. LSPD, Motor aus und aus dem Fahrzeug steigen. Essen, scheiße. Okay. Ein wunderschönes Fahrzeug.
Moin, moin. Einmal bitte die Maske aus dem Gesicht nehmen und auf den Bürgersteig treten. Ja, so sieht es doch schon viel besser aus. So, was waren Sie denn die ganze Zeit bei uns vorbei? Ja, nur so, ich habe Langeweile. Und da fahren Sie am PD vorbei? Ja, sind schon ein Ausblick. Ein kleiner Tipp, suchen Sie sich eine andere Stelle, wo Sie vorbeifahren. Warum? Weil wir Sie immer wieder anhalten werden. Okay. Einmal ein Ausweis für mich. Nee. Das haben sie mir gezeigt, Herr Wagner. Wagner. Oh, ja. Alles gut. Jochen oder Tobias? Tobias. So, 1026 Fahrzeug ist negativ. Alles klar. Ein Augenblick. Herr Wagner, ich hätte mal eine Frage an Sie. Ja. Was gilt denn in Los Santos in der Straßenverkehrsordnung? Gute Frage. Ja, Sie haben den Führerschein gemacht, oder? Ja, habe ich. Jetzt schauen Sie sich doch mal folgende Situation an, wenn Sie einfach mal in diese Richtung schauen, was Ihnen auffällt. Nichts auf. Wir treten sie mal 3 Schritte nach hinten, dann fällt sich mir vielleicht dann auf. Wie sie parken. Ja. Alle fragt man das doch. Worauf sie parken? Ja, ich muss da anhalten. Ja, aber dann hält man doch trotzdem nicht hier. Okay. Roter Bordstein ist absolutes Halteverbot, das wissen sie, aber sie haben Führerschein. Ja, das war aber bei Theorie keine. War kein, keine Frage. Kommen Sie okay, mal mit. Ja. Ich habe schon mehrere Führerscheine gemacht. Komisch. Ja, das wird beigebracht werden. Das wird auch beigebracht. Verwarnung. War ja kooperativ, finde ich. Kannst jetzt nichts machen, ist langweilig die ganze Zeit, schon bin seit 13 Uhr hier. Das ist glaube ich der 3. Einsatz, den ich jetzt habe. Ne, der 4. wenn überhaupt. Ist ja noch relativ spannend, ist ja noch früh am Abend. Ja, aber ich denke mal heute Abend knallt das Mapping Bahamas. Oh, sogar so ein Befolgungsschein, das ist gut ausgebildet hier auf jeden Fall. Fertig? Jo. Ja, ich habe auch nichts für ihn, Verwarnung halt. No. Wegen roter Bordstein. Ja. Hast du ihm Verwarnung gegeben? Ich habe ihm gesagt, er darf weiterfahren, wenn wir eingestiegen sind. Ja, perfekt, einsteigen. Ich verwarne ihn noch. Also, wenn wir hier ihre Wege ziehen, aber denken Sie bitte dran, das nächste Mal, dass Sie nicht auf roten Bordstein oder in Kreuzung, im Kreuzungsbereich halten. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, ja. Ja. Oh, Connor muss ein paar Leute ankacken heute, ja? Das ist halt so, es muss es sein. So richtig abkonnern heute. Fahren Sie vorsichtig. So wie ich gerade. Ja. Können ja bei MD nochmal langfahren, oder nicht? Ja. Ja. Ortskunde. Habe ich heute mit den Herr Alban gemacht, den Kadetten. Ja, sehr gut. Habe ich noch ein bisschen. Könnte ich auch allgemein die Aufsatzprüfung ein bisschen beigebracht. Ah, sehr gut. Und wenn er morgen nochmal da ist, dann mache ich das morgen mit ihm nochmal. Ein bisschen die Trainees trainieren. Ah, alles gut, das gehört zum Fahrsicherheitstraining. Ja, genau. Ich hab's noch nicht gemacht, aber es gehört dazu. Also, was soll denn das Fahrsicherheitstraining sein, Alter? Das hier. Na, ehrlich. Das war's schon. Die kommen, die haben auch nichts zu tun. Oh. Ja. Haben wir eigentlich immer noch die Dienstanweisung, dass wir die abstreifen sollen?
Ja. Guten Tag. Servus. Mahlzeit. Alles ruhig bei euch? Oh. Ausnahmsweise, ja. Oh, das ist schön. Bei uns auch. Bevor Bahama Mamas losgeht, ja. So sieht's aus. Der komische Cowboy hat wieder rumgenervt, aber der nervt sowieso immer, also. Ach, dieser Cowboy im weißen Hemd oder so? Oh, ja. Ah, der Typ, ja, den kann ich nicht leiden. Wir spielen Cowboy und Indianer. Der diskutiert bis zum Himmel, ey. Da geht kein Ende bei ihm. Richtig. Ich mag den nicht, den buchte ich auch immer noch ein. Ich hab den verwarnt. Keiner mag den. Ich hab den verwarnt, weil er vermummt ins PD gekommen ist. Dann sagt er, ja, warum soll ich mich die Vermummung wegmachen? Sag ich, weil Vermummung verboten ist und weil ich ihm das gerade gesagt habe. Dann sagt er, ja gut, nimmt sie ab, geht raus, zieht sie wieder an. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist eine Missachtung von polizeilichen Maßnahmen, bitte kommen Sie mit. Und dann ist er weggefahren. Ja, keine Ahnung, der kommt dauernd hierher, sagt, ihr arbeitet ja schon wieder nichts und geht wieder. Ja, was soll man denn auch machen? Wenn nichts ist, dann ist auch nichts. So. Effektiv würde ich bei dem auch gerne meine Arbeit verweigern, wenn das nicht gegen den hippokratischen Eid wäre, weil der Typ geht mir einfach über auf den Sack. Ja, das möchte ich auch zu gerne, aber leider sind wir in der Pflicht dazu. Ja, wir haben Dienstgesetz und Co. und Grundgesetz, ne, und Unterlassungshilfeleistung und was da nicht alles hinten dran noch kommt. Ja, aber man kann sich ja aus Versehen mal verfahren, zu früh abbiegen. Ja. Wenn Unfälle passieren, will ja einer damit sagen, es kann ja mal ein Stau passieren oder sowas, ne, dass man ja, genau, zu spät kommt. Man kann auch mal eine 1080 oder so mal kurz vom Fleck wischen. Was? Was, wer hat das gesagt? Was? Ich hab nichts gehört. Nee. Gut. Nee. Also wir wollen nur mal gucken, ob alles in Ordnung bei euch ist. Ja, alles gut, danke. Ja, hat immer sehr gerne dafür so klar. Dann ruhigen Dienst bis später vielleicht nochmal. Ja, okay. Definitiv. Jo, bis hoffen später. Wir mal lieber nicht. Na. Ja. Ey, das ist mein Trick zum Rüberfahren hier, über die Motorhaube. Was für Trick, das kann jeder. Ne? Oh, kann nur ich. Hup. Sieht schon, DOJ geht auch nichts. Ja. Ach, die sind seit 13 Uhr nicht da. Die haben wirklich gar nichts am Hut. Ja, was kann man sonst noch so abfahren? Ja, hier Raubenfeld oder so. Einfach mal so, ich könnte es ja mal markieren. So. Nervt es raus. Tiki la la la. Na, endlich. Ah, ich finde auch das Leitstellentelefon sehr ruhig heute. Ja. Das ist doch schön. Ja, nur mal. Zwei Anrufe. Mal ruhig. Hey, wo sind denn die ganzen Kollegen, Alter? Sitzen hier im Sommerurlaub auf dem... Kurz mal alle im Urlaub geflogen. Rechtschreibung ist auch nicht meine Stärke heute. Ja, ich bin meistens genau zwei Tage nicht da. Dann ich wieder ein, zwei Tage da und dann wieder zwei Tage nicht. Ja gut, du musst ja seinen Überstand abfeiern, ne? Das muss ja jeder mal verstehen, ja. Bei mir jetzt genauso. Ich wurde irgendwie nach Tristan gerufen. Die Hobbys ja mal, wenn man nicht im Dienst ist, ja. Ja. MMO spielen. Ja. Ich sag dir gleich, wenn wir im Norden sind, klingelt das Leitstellentelefon. Könntest du mal zum Flughafen kommen? Ja. Oh, wir sind eigentlich die Einwanderungspolitik jetzt hier mittlerweile, also das weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das ist total komisch mittlerweile. Ja. Echt? Ja, es gibt ja einen Einreisestatus, aber wie sollen wir den wahrnehmen, bitte? Dann, wenn du hier sowieso die ganze Zeit zu tun hast. Ah. Wir dürfen Einreise machen? Es gibt einen Status zumindest dafür. Donnerstatus. Ja, das dürfen das Einreise bedeutet. Nee, halt nicht, stopp.
Ja doch, hier, doch als in den Immigration-Dienst jetzt, genau. Musst du mal bei der Regierung anfragen, ob du machen kannst. Das ist aber ehrenamtlich dann. Ja. Wasser trinken. Ich könnte mich ehrenamtlich mal besser bezahlen. Ja. Das können die bei ehrenamtlich tun. Wobei, verdient es ja nicht so schlecht, muss man sagen, ne? Nee. Ja. $50 wäre. Guck mal, stehen ein paar Autos unten. Wo? Da, bei der Pumpe. Tatsächlich. Traum sind ja schwarz mit Ding, oder? Illegales. Ja. Macht ja nichts, wir können trotzdem mal hier so. Mal gucken. Sind die angekommen? Oh. Servus! Ja, woo! Dann fahren wir mal. Ich mach wieder meine 1026. Okay, dann. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, das ist hier. Ja, das bei ist doch euch. Schön, so, ja. Ja, alles in Ordnung. Noch ruhig, wa? Ja. Sonst fühlt sich ja nie einer hier ruhig hoch. Die Ruhe vorm Sturm. Sag ja, sonst fühlt sich nie einer hier hoch. Nee. Mal gucken. Ruhig. Gucken, dass es euch allen gut geht. Dass alles in Ordnung ist. Man kann hier immer was passieren. Ach, nee, hier oben ist eigentlich ganz ruhig. Ja, Sonne schön. Man seine Ruhe. Dann müsste man lieber auf den Orangenfeldern achten, ey. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe das ein oder andere gehört. Da, Sie werden mir jetzt das nicht glauben, aber da waren wir schon heute dreimal und es war tote Hose. Echt? Ja. Ja, ich bin niemand mehr hin, ne? Ich sag euch, das liegt alles an dieser komischen neuen Fernsehsendung. An welcher denn? Neue Welt oder wie heißt. Das ist eine ganz komische Serie. Ich habe da nur kurz reingeguckt, ist nicht, weiß nicht, gefällt mir nicht. Achso, ja, okay, muss ich mir mal angucken. Ich guck eigentlich keinen Fernseher, ich bin eher so auf Netflix unterwegs. Netflix. Ja, genau, das große Schild. Ja. Ja, Juli. Nee, wir wollten uns nur alles so erkundigen. Volles dann noch frohes Schaffen und dann noch einen angenehmen Tag. Na, danke, ich auch. Ebenso. Gerne, danke. Oh, Matten. Hm? Und? Gilalala. Was Verdächtiges feststellen können? Wahrscheinlich nicht, oder? Der Wagen. Achso, der gehört zur Fraktion. Darum finde ich den im Kopf nicht. Ja. Findest du den im Kopf nicht? Nee, der gehört zum Tequilala. Und ich hätte sagen mir, können, Freunde. Ja, und ich denke mir noch, wer zur Hölle nennt sich denn Tequilala? Meine Bar? Ja. Richtig. Hat wer von euch gefunkt oder kam gerade ein Funkcheck rein? Ich hab nichts gehört. Wird auch nichts. Allgemeine Frage im Funk. Ist Tentu bitte? Ich muss kurz in Standby. Bis gleich. Ja. Dann setz dich doch ins Auto. Ja, jetzt müsst ihr warten. Mann! Ey, so ein Kollege. Wunderbar, eigentlich pflückt er jetzt Weintrauben, nimmt er mit nach Hause und sagt er so zu seiner Frau: Ich hab Weintrauben mitgebracht. Ja, ich hab auf dem Feld geschafft heute, ganz hart. Ja, ehrlich. Und dann kommt er noch bei mir vorbei und trinkt ein Bier, wa? Ja. Aber ich hab leider gerade keins dabei, sonst hätte ich ja jetzt für Feierabend mitgegeben, siehst du? Nee, dürfen wir auch so nicht mitführen. Denke ich mal. Ja, demnächst kriege ich eine alkoholfreie Variante. Ja. Wird alles noch geliefert. Definitiv. Aber im Tequila-Lala muss ich auch mal vorbeikommen. Ich war gestern in Bahama Mama. Ja, ich weiß es noch nicht, was ich von der Location. Gut, es ist nicht mein Stil da unten, also gar keine Frage. Morgen Abend ab 18 Uhr bin ich da. Ich hab morgen Nachtschicht. Ich mach Nachtschicht. Ach, scheiße. Ich hab heute Nachtschicht, ich mach morgen Nachtschicht und das war's dann auch wieder. Dann können wir ja so zwischendrin vorbeikommen für ein Energy oder sowas. Definitiv. Ja, das ist ja kein Problem. Definitiv. Haben wir doch alles da. Ah. Ah, ja. Ja, heute mal wieder ein bisschen schaffen, weil noch ist das Geschäft nicht lukrativ, ne? Ja, das ist richtig. Aber vielleicht kommt es noch. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Leuten gehört, da unten Tequila geht gar nicht. Ja, Bahama Mamas geht gar nicht. Da kommen sie jetzt mal am Wochenende jetzt bei mir vorbei. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, ne? Da unten macht sich so einen komischen, nennen wir es mal, Event Location. Und ich bin halt einfach nur eine kleine Kneipe, was ganz gemütlich ist. Ja.
auch was Entspanntes nach dem Feierabend. Naja, richtig, guck mal, ich habe sogar, wenn jemand Ruhe haben will, habe ich noch unten im Keller ein Räumchen mit Billardtisch, der leider defekt ist. Da kann man sich auch gemütlich machen, ja? Da quatschst du mit ein paar Leuten. Ja. Ist schon ganz entspannt. Was willst du sonst noch machen, ne? Ah, Moment, Telefon. Leitstelle ist LSPD, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, Sie haben mit mir vorhin mit mir geredet, perfekt. Danke schön, mein Einsteiger, geht's nicht los. Ja, Mein Einsteiger, ich glaube, wir müssen gleich weg. Okay. Ja, so. Dann negativ. Macht's mal gut, Freunde. Ich hab hier ja, danke, immer noch gar keinen da. Und dann gibt's auch noch einen weiteren Kollegen, wartet auch schon. Und ich hab, wie gesagt, absolut gar keine Information. Ich hoffe gerade, dass irgendwie noch wer gleich in Dienst kommt, der dafür zuständig ist oder der dafür Informationen hat. Ich dachte, das wäre was Akutes jetzt, aber es scheint wohl ein Bewerber zu sein. Okay. Ja, ich kann Sie verstehen, aber ich müssen mich auch ein bisschen verstehen, ja, solange ich keinen Kollegen habe, der mir das quasi gut zeigen kann. Ich möchte Ihnen nichts unterstellen. Danke. Aber ich kann immer noch dafür dann gebannt werden halt. Und deswegen warte ich lieber, bis da ist und dann. Aber ich denke mal, das sollte sich mal langsam jetzt mal einpendeln, weil die Führungsebene muss auf jeden Fall mal. Ja, steig schon mal ein. Das ist mit zu viel Politik gerade. Bürokratie. So. Ja, nein. Disco. Wup, wup. Disco, Pogo, Dingerlingerling. 1, 2, Polizei. Hol doch die Polizei. Das ging mir auch gerade durch den Kopf irgendwie. Bad Boys von Leipzig. Tanke hat er jetzt schon angegeben. Ja. Dann können wir nach Del Piero fahren. Aha. Leuchtturm vielleicht. So die Runde. Jo. Eine große Runde drehen. Wenn sonst nichts los ist. Ja, können wir mal Streifen fahren, eine etwas großzügige Runde. Ja, wir haben schon die halbe ganze Insel umrundet. Der Schwarz mitkriegt, hey. Was denn? Ach, glaub mir mal, wenn Schwarz die Rechnung sieht wenn Schwarz die neue Rechnung sieht. Wir waren schon heute zweimal beim ACLS. Oh. Mann, können die da nicht mal schnellere Pumpen einbauen? Oder größere Tankstutzen zulassen? Gute Frage. $470. Ja. Hast du aber noch nicht vollgetankt, oder? Doch. Der Tank war nur 3/4 leer. Ja, alles gut. Ja, bei mir ist er immer noch 3/4 leer. Die Nadel. Achso. Ich kann sowas überhaupt nicht haben. So, ich gehe spätestens bei der Hälfte tanken. Ja, vor allem, wenn ich nicht selber zahlen muss. Ja. Oder gerade halt, auch wenn du die Hälfte deines Tanks nur hast, dann hast du eine fette Verfolgungsjagd, die dann über eine halbe Stunde gefühlt geht. Ja, genau. Und dann ist der Tag auch irgendwann leer. Richtig. Das waren 10 Lichter. Lichter, auch Unterbodenbeleuchtung. Ist sicher? Ja, blau. Habe ich nicht gesehen. Okay. Digga, wie schnell fährt denn der? Schneller, nicht schneller. Ja, doch, okay. Blaues Untermondlicht, ja. LSPD, halten Sie das Fahrzeug an. Dein Adrenalin kam aber raus. Oha. Alle am Snacken, ey. Nee, das war dran. Nee, das war knapp. Das war knapp. Entschuldigung. Aber wenn du entschuldigen willst.
So. Ich mach CD96. Ja, komm, ich mach das. Perfekt. Wenn sie jetzt schon prügeln, wer was macht, ja? Lassen Sie uns einmal rübergehen zu den Herren hier. Dann sind wir von der Straße abseits. Erstmal Hasche, mein Name ist Summer, Dienstnummer 29 ist mein Kollege Herr Hahn und Connor. Dienstnummer 40 und 43. Können Sie sich vorstellen, warum Sie angehalten haben? Meine Unterbodenbeleuchtung. Hochragend. Ja, die muss beim Fahren aus sein. Okay. Das dürfen Sie nur anhaben, wenn Sie in Stand. Wenn Sie stehen jetzt, quasi so wie jetzt, dann dürfen Sie die nur anhaben. Okay, meine Frage, so jetzt auf dem Tuning-Gelände oder sowas, also bei Werkstatt oder so, da wurde ich weiß nicht, ob Sie das vorhin waren, angesprochen, dass die Unterbodenbeleuchtung aus war, aber das ist doch Privatgelände, oder nicht? Ja, während der Fahrt halt. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie die Unterbodenbeleuchtung auch auf dem Nicht-Privatgelände, also im öffentlichen Straßenverkehr fahren, und habe Sie darauf aufmerksam gemacht. Okay, aber nächstes Mal geht vielleicht auch netter. Ja, so einfach rübergebrülle. Also, nur auf jeden Fall, dass das Unterboden, also dass ja, die Unterbodenbeleuchtung auf jeden Fall während der Fahrt aus ist. Also nächstes Mal netter, wird notiert. Ja. Ja, ist nicht böse gemeint, aber Sie hätten ja auch hinkommen können und mir das so sagen können. Ja, alles gut. Ja, wir lassen es bei einer mündlichen Verwarnung, alles gut. Ich nehme jetzt auch keine Personalien auf. Denk mal, da sitzt Dankeschön. Sehr kooperativ. Wunderbar. Ja. Das wollten wir nur. Dann noch einen ruhigen Tag. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Auto so schnell ist. Ruhigen Dienst. Ja, die Dinger, die fahren schon. Die kommen an Lamborghini auch schon ran. 200, 210 ungefähr. Ey, 220, 230 hier, echt? Kollege. A230. Ja, ich glaube, er hat noch in Meilen gerechnet. Da müsst ihr mal dem Kollegen mit dem Zivilwagen auch mal sagen, dass du da mal was tun musst. Der fährt bis 203. Oh. Ah, wir fahren mal nachher zum ACS. Haben Sie da Erfahrungen? Vielleicht. Alles klar. Dann euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Dienst. Ja, die will ich haben. Danke, gleichfalls. Und dir zeige ich jetzt den Knopf, wie du das ausmachst. Der muss auch sein. Na? Tschüssi. Alles klar. Ciao, ciao. Ich muss raus. Wollte das mal nur sagen. Warte. Ja. Ja. Also sie war schon mal nicht der Eigentümer des Fahrzeugs. Ja, das war wahrscheinlich Scanning Control. Hector Hektiker ist der Fahrzeug-Eigentümer. Hector Hektiker? Boah, da gibt's doch einen Hector Hektiker, Alter. Haben die denn alle Geschwister hier? Krank. Gibt's doch einen Horst, oder was? Horst Hektiker? Weiß ich nicht, daraus. Okay. Also wenn wir über den East Highway in die Stadt fahren, ne, können wir es mal ausprobieren. 230 Spitze. Hier müsste ich aber langsam an. Ja, ich hab schlechte Erfahrungen. Ja, ich auch. Blöde Kurve. Obwohl das Auto eigentlich so schwer sein müsste, ne? Es ist da ziemlich leicht, finde ich. Ja. Ja, da finde ich den anderen Wagen mit der mit dem Suchscheinwerfer besser. Ja. Was ist denn das? Das ist dann ein Buffalo oder so, gell? Das ist ein Buffalo und der andere ist ein Intercity, heißt er, glaube ich. Interceptor. Oder Interceptor, keine Ahnung. Ich würde dann, wenn wir wieder im PD sind, für eine Stunde innerhalb Code 8 gehen. Okay. Jo.
Ach ja, ein bisschen ruhig heute. Ja, ist doch gut. Ja. Ich finde es gut, dass jetzt nicht mehr so viele stille Alarme reinkommen. Ja, ehrlich, das, das war sehr stressig. Ja. Das stimmt. Ja, über 200 schafft er nicht. Doch, statt einwärts. Ich hätte die Donuts vorhin weglassen sollen. Bergeinwärts geht's leicht bergab. Das Bergeinwärts habe ich aber auch noch nie gehört. Nein, statt einwärts. Willst du dich vereinen mit einem Berg oder was? Ja, so in den Stein rein da, und da, so. Da habe ich letztens. Also. Was heißt, ich habe festgestellt, also ich habe festgestellt und gehört, so dass man statt einwärts so 2,30 fährt, so. Ja, da ist auch, dann geht's bergab, oder? Meine ich, glaube ich, tun. Ja. Ja, ja. Und Physik sagt, bergab wird man schneller. Was war beim Leitstellentelefon eben? Da waren Praktikanten am Telefon und die sagen, dass die Praktikum machen, aber ich habe absolut, also keiner kann es bezeugen und ich habe absolut keine Informationen dafür. Das, oh, 2,40? Ui. Ne, bei mir sind es 2,20. Ah, eben gerade war kurz 40. Und ich kann das halt nicht befürworten, dass die Praktikanten sind. Also ich kann die halt nicht sagen, ja komm, fahr mit. Und der fragt Spaß, warum die mitfahren. Und dann sind die keine Praktikanten und dann kriege ich wieder Ärger, so weißt du? Naja gut, vor allem, warum rufen die die 911 an? Ja, kennen sie doch. Alles. Oh, das ist kein Notruf. Ja, aber... Doch, doch, doch. Dafür ist das Leitstellentelefon da. Für Notrufe nimmt man die Dispatches. Wegen Ordnungsbeschreibung und so. Wie viele stehen denn da? Ist da wer in Dienst? Was? Nee. Die werden einfach jedem angefangen sein. Ich weiß nicht, zu dritt. Na trotzdem! Ich hab heute zu wenig gebucht. 10-4. Mahlzeit, die Herren. Hallo. Mahlzeit, da ist auch eine Dame dabei. Ey, Schweizer! Herren und Damen, hey. Menschen, was man auch immer. Ich sieht man doch überall. Pensa. Wie wär's? Jeden. Genau. Alles klar. Ja, bei dir? Sag ich ja, was man auch immer sehen mag. Also, auf Wiedersehen. Ja, mach das mal. Ja. 43, oder? Ja, definitiv. Ich hab gehört, du hast der Dame noch gestern eine über den Döns gehauen. Ja, aber aus Versehen, hey, das war, weil ich meinen Bunga Bunga Dance gemacht habe, weißt du? Wir haben das aber schon privat geklärt, er hat mir dafür ein neues Handy gekauft. Sie hat dafür ein neues Handy gekriegt. iPhone 13 Pro. Das war teuer, so. Ja, alles gut. Ich hab's nur gehört, weil es mir dein, weil es der DJ mir noch erzählt hatte vorhin. Weil der hat mich noch zur Arbeit gefahren.
Ah, okay. Ja, war auf jeden Fall, da besteht Wiederholungsbedarf, ja. Ja, bitte. Allein schon das mit dem Lipus. Ja. Aber ja, warte mal. Aber es hat geklappt mit meinem Auto. Die haben das, glaube ich, wieder rausbekommen. Es stand beim MJ da. Oh, perfekt. Perfekt. Ja. Super. Ja, mach mal. Hat wer hier eine polizeiliche Angelegenheit rein zufällig? Ja, wir beide. Oh, ja, ja, ich bin da mal bei der Bahamas, man sieht sich, die Leute. Guten Hunger, beziehungsweise gut Schluck. Ja, so, aber jetzt nur ihr beide? Also wir beide und der Herr da drüben auch mit der roten Krawatte. Dann gehe ich zu den Herren. Und oh, der, aber warten Sie, ja. der Herr hier vorne mit dem braunen Haaren, der wartet schon am längsten. Das ist richtig. Ja. Was? Du wartest ja schon am längsten, willst du das erstmal bequatschen, dann warten wir noch. Naja, ich bin schon seit 2 Tagen Praktikant, aber es steht noch nirgendwo und jetzt warte ich, dass jemand höherrangiges kommt, der das irgendwie machen kann. Wie ist denn Ihr Name? Das habe ich nämlich nicht gehört, weil der Kollege dem Leitstellentelefon gerufen. Art. Die Herrschaft, können Sie mal drüben bitte flüstern, dankeschön. Also B-A-R-T. Florian? Ja? Schau mal in unser Mitarbeiterverzeichnis. Nee, wer war denn Ihr Ansprechpartner? Mein Ansprechpartner, Chief, also der Chief. Hat mich eingestellt oder meinen Vertrag unterschrieben. Wenn welcher Chief? Wir haben 4. Ja, da habe ich jetzt nicht nach dem Namen gefragt. Das ist natürlich schlecht, wenn man sich irgendwo bewerben will, nur den Namen seines Ansprechpartners sich kennt, ne? Also auf jeden Fall weiß ich, dass ich vor 2 Tagen mit dem... Können Sie beschreiben? Wie bitte? Können Sie ihn beschreiben? So ein Blick wie der Mann da hinten im Anzug ungefähr. Der Mann da hinten im Anzug. Wie ist der Mann da hinten im Anzug? Ah ja. Der Herr Lewis vielleicht? Das kann sein. Wie heißen die anderen drei? Den Herrn Reigns hätten wir mal angeboten, den Herrn Schwarz, wobei ich den ausschließen kann. Nein, ja. Ah, die Miss Harrison kann ich auch ausschließen. Nein. Also den Herrn Kerr, Carter und Lewis. Nee, dann war es Lewis. Vermute ich mal. Sagen wir, dass das wieder her hier war, dann. Also ich war mit 2 Leuten auf Streife und der eine hatte vor noch den Namen. Die nächste Frage, wer waren Ihre Streifenpartner? Naja, wie heißt der Russe oder Inder mit D? Dimitri. Dimitri, genau. Okay, also Sie sind mit dem Lieutenant unterwegs gewesen. Officer One war ich unterwegs. Definitiv ist es ein Lieutenant, wenn Sie sagen, ein Russe. Na, oder Inder. Aber der hatte eine weiße Hautfarbe. Das war definitiv der Gorbatschow. Genau. Naja, dann ist es der, ja. Und noch jemand anderes. Ja gut, das ist ja... Reicht schon. Ob es ist der Prüfung, die im Dienst sind heute. Keine Einträge, das heißt, sie sind vermerkt.
Suchen wir mal kurz da draußen einen Dixie oder sowas. Ja, ich habe den beiden mal eine E-Mail geschrieben. Ja. Also ich war ja noch mit jemand anderem unterwegs. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Irgendwas mit T. Der ist seit 3 Wochen hier und ist auch Officer 1 und ist aber noch, bekommt noch Rekrutengeld, glaube ich. Rekrutengeld? Ja. Ein Halscheck wurde noch nicht bearbeitet. Da habe ich keinen. Alles klar. Was kommt unter Officer 1? Der Kadett. Okay. Na, vielleicht wurde es auch gestern schon gemacht, dass der... Ich kann die ganzen Akten der Mitarbeiter einsehen, ne? So ist ja nicht. Die Aktiven. So. Ja gut, wir müssen uns gedulden. Ich habe den E-Mail geschrieben, werden darauf antworten demnächst. Hoffe ich. Jo. Aber ich weiß ja jetzt Bescheid, mein Name ist Konradin, Zimmer 40. Ja. Falls es Rückfragen gibt, ja. Bis zumindest bestätigen, was sie mir gesagt haben. Ja. So, dann würde ich mich jetzt mal um die Dame hier kümmern. Ja. Was ich denn für die Dame tun kann? Also ich habe 2 Anliegen tatsächlich. Einmal würde ich mich gerne hier bewerben. Die Info hatte ich von Chico bekommen. Also ich weiß gar nicht, ob der hier bekannt ist, aber der ist umgeflogen mit einem, ja, Rettungsheli, Abschleppheli oder wie das heißt. Und da hat er mir gesagt, dass ich ja gerne zum PD kommen kann, weil ihr Leute braucht. Und dann wollte ich mich einmal hier bewerben. Und ich hatte noch ein Anliegen bezüglich der Felder, falls sie wissen, was da momentan so los ist. Also zum Ersten, wir machen es nacheinander. Das Erste, wie gesagt, das hat, glaube ich, auch schon mein Kollege gesagt, das können wir in unserer Dienstgradgruppe nicht entscheiden. Ja. Wie es im Personal aussieht, das muss man mal intern besprechen, aber das ist, wie gesagt, wie bei mir, sie beide gehören ja quasi ja zum einen Pool jetzt mittlerweile. Da sehen wir das gleiche Interesse. Ja. Und der Herr da hinten mit den lila rosa Haaren auch, der möchte auch gerne zum PD. 3 mögliche Praktikanten. Ja. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Sue Spinell. Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Können Sie mir zeigen, ja. Ja. Haben Sie den jetzt bekommen? Ja, habe ich gesehen. Dankeschön. Gut. Ja, gut. Und das andere Anliegen geht darum, dass bei den Feldern wohl viele Leute überfallen werden momentan. Von Personen meist nur in Unterwäsche, mit Waffen und mit Masken, meistens Tiermasken. Und ja. Ich bin auch erst seit 2 Tagen in der Stadt. Ne? Also ich habe es bis jetzt nur gehört, mir selber ist noch nichts passiert zum Glück. Und ich habe die Information bekommen, dass die halt meistens in einem grünen Van rumlaufen, beziehungsweise rumfahren und einem grünen Sultan. Und ich habe letztens einen grünen Van beim MD gesehen und das ist auch der einzige grüne Van, den ich bis jetzt hier irgendwo gesehen habe. Und ich wollte fragen, ob ich Ihnen vielleicht mal das Kennzeichen geben soll, weil ich habe mir das schlauerweise notiert. Das wäre ja hervorragend. Warten Sie mal kurz. Ich kann hier direkt online... Okay, wenn wir das Kennzeichen haben, dann her damit. Das Kennzeichen ist B342. Aber wie gesagt, ich habe es halt nur beim MD rumstehen sehen. Der einzige grüne Van, der mir je aufgefallen ist hier. Und ja, mehr weiß ich halt dazu leider auch nicht. Aber ich dachte, vielleicht wäre das schon mal eine Hilfe. Das Kennzeichen finde ich in der Form nicht. Großes B 342. Die Schreibweise ist Ihnen bekannt? Ja, großes B, Leerzeichen, 342. Und nichts.
Ah doch, haben wir so. Sehen Sie, ich lüge Sie doch nicht an hier. Nee, das sind Daten, war nicht so ganz koscher. Nee, es geht mir halt darum, weil ich arbeite selber viel beim Orangenfeld, bin ich momentan dabei. Okay. Weil ich ja auch erst 2 Tage hier bin. Und nicht, dass dann irgendwie den Leuten da noch was passiert und natürlich auch für Eigenschutz, ne? Und da ich ja gestern da über den Haufen gehauen wurde, quasi von dem lieben Hans aus den Bahamas, ist mir das halt aufgefallen, als ich dann im Krankenhaus wach wurde, stand der nämlich zwischen dem MD und dem Haus daneben bei der Einfahrt. Und deshalb dachte ich mir, notiere ich mir das mal, falls es halt wirklich der ist. Mir konnte aber nur leider nur gesagt werden, dass er grün ist und matt. Und das hat halt beides zugetroffen. Aber es gibt ja auch verschiedene Grüntöne. Deshalb dachte ich, ich schreibe es trotzdem mal auf und gebe es dann weiter an die Polizei. Ja, nee, aber es reicht mir schon, dass es als Van, dass es ein Van ist. Das ist schon sehr eingrenzbar. Können Sie den Zeitraum abstecken? Welchen Zeiten das vorgefallen ist? Das mit den Überfällen weiß ich leider nicht. Da war ich ja nicht dabei. Das war aber gestern Abend, dass ich den gesehen habe, so um 4.30 Uhr ungefähr. Also heute Morgen 4.30 Uhr. Plus, minus. Okay. Das kann ich dir leider nicht sagen. Mein Spiel ist einfach zugegangen. Das kann ich echt nicht sagen. Das ist voll behindert gerade gewesen. Das schreibe ich. Einfach so. Hat's geklärt, danke. Hallo, tut mir leid, ich hatte gerade starke Migräne. Na, kenn ich. Punkt, check für die 29. Check. Warten Sie mal kurz. Wissen Sie, ob da Gewehre dabei waren?
Nee, das wusste, also bei den Überfällen wurde mir gesagt, ja, aber in den Van konnte ich ja nicht reingucken. Okay. Der war abgesperrt. Ich habe mir nur das Nummernschild notiert. Okay. Nochmal Funkcheck für die 29. Check. Ja, 10-4, jetzt kann ich sie hören. Also das war so ein Speedo, glaube ich, heißen die. Ja, das ist richtig. Warten Sie mal kurz, Moment. Leitstelle für die 40 kommen. Leitstelle. Info von Zeugen über mehrere 1033 mit 39 und 49 bei Orangenfelder gesichtet. 10-4, fahren wir gleich an. Mit Leitstelle mal für die 40 kommen. Ah, oder machen wir es so? Was meinst du? Und zwar ist es jetzt bei Mert vorgekommen in dem Bereich der Orangenfelder, dass dort Überfälle. Und die schienen wohl zwischen 4 Uhr nachts passiert zu sein. Also, zumindest hat mir das so die Dame geschildert. Ich weiß. Ja. Aber wenn keiner da ist, dann kann ich so. Weißt du, was ich meine? Aber wir können gerne da schreiben, das ist gar kein Thema. Nur weil es eine Meldung ist, wo wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute der Fall ist. Grüner Van habe ich überprüft. Behalter Eddie Stein. Farbe anscheinend grün matt oder grünlich. Lackiert, Außenfarbe. Ja. 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 Anscheinend wurden da mehrere hier. Wir listen hier 1033. Na, dann lassen wir kurz noch mit den Herren quatschen. Den Herr Richter, den nehmen wir den Polizisten. Und dann fahren wir dort mal hin. Ja. Ja. Kommen Sie kurz mit raus. Einen Moment. Ich wollte halt echt mal warten, leider. Ja. Mal noch eine Frage. Wie läuft denn das überhaupt bei euch ab? Habt ihr da so ein Dokument oder so, wo das drin steht? Wer wie was ist? Also Praktikant und das ganze Zeug? Oder wo könnt ihr das einsehen? Also normale Bürger haben keinen Zugriff aufs Polizeiarchiv, auf die Polizeiakten. Ja, dazu zählt auch Mitarbeiter und Dienstgrade etc. Na, bevor sie zu die Ebene vorrücken dürfen, müssen sie erstmal das Praktikum erfolgreich bestehen. Achso, ja. Ja. Sonst könnte ja jeder sich einfach hier sich über die Akten hermachen und anstandslos sich über jeden Bürger hier Auskunft verschaffen, und das ist natürlich hier absolut nicht mit dem Gesetz vereinbar. Ja, ist richtig. Wie lange sind Sie denn schon in der Stadt, der Herr? Meinen Sie mich? Ja, die, wo ich zeige. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin schon seit vorigen Freitag in der Stadt. Okay. Ja. Nochmal, dass jetzt mal jemand vom Führungsdienst mal kommt, der sich um sie kümmern kann. Wie ist denn der Herr mit den Liederhahn? Wie ist denn Ihr Name? Freeman. Ribbon. Freeman. Die Freiermann. Ah, Freeman. Ja. Vorname noch oder nur Freeman? Nee, Philipp ist der Vorname. Ich dachte morgen. Nee. Dafür ist mein Turret dann doch nicht dunkel genug. Ich habe es zumindest noch die E-Mail ergänzt. Hast du ihm schon die Sachen erzählt oder was? Ja, ja, ich habe ihm auch das Kennzeichen durchgegeben. Okay. Bedarf es einer schriftlichen Bewerbung? Reicht ein lockeres Gespräch? Irgendwelche das, Unterlagen, die man mitbringen kann? Das glaub, macht. Das wird alles noch besprochen. Das macht das Führungsdienstpersonal, die auch das Personal einstellt. Ich glaube, sie verstehen.
Wo muss es besser sein? Ja, alles in Ordnung. Oh, richtig. Wie gesagt, das wird von unserem Führungsdienstpersonal dementsprechend anders dann auch gemanagt. Ja. Wenn Sie Praktikant sind, werden Sie wahrscheinlich mit meiner Wenigkeit oder mit anderen Kollegen mit mal auf Streife fahren für ein paar Tage. Und sich mal angucken, wie eigentlich so der Regeldienstbetrieb aussieht. Ja. Ja, jetzt schauen wir gerade mal, ob sich hier. Leute noch gemeldet haben. Ja, kann man bei Ihnen denn auch die Telefonnummer hinterlassen, dass wenn jemand von der Personalabteilung da ist? Ja, das können wir machen, warten Sie kurz. Ja. Schau mal, dann würde ich es, wenn Sie damit einverstanden sind, es einfach mal im Bürgerverzeichnis für Sie hinzufügen. Ja, klar. Dann notiere ich. Sagen Sie, wenn Sie soweit sind. Ja, ich, ja, mein Stift funktioniert wunderbar. 757-046. Sehr gut. Meine dann auch nochmal, oder? Also, was wir haben, haben wir, ne? Also, die sind halt in der Datenbank hinterlegt, aber zumindest kann man sie dann anrufen. Okay, gut, dann würde ich meine auch gern durchgeben. Also, ich weiß ja nicht, Sie haben schon noch mehr zu tun, außer jetzt hier auf Personal zu warten. So, ich bin schreibbereit. Ja. 411. Jawohl. 384. Ach, jetzt habe ich deine Nummer. Dann darfst du mir gleich erstmal schreiben. So, der nächste im Bunde, der Herr. Ja. Ein Bart. Zurückrufen. Ja. Er bedarf, ne? Ja, die 514. Jawohl. 653. 653, sehr gut. Selten so. 653. 653, oder? 514, 653. Genau. Ja, so steht es in der Datenbank jetzt. Gut. Dann hat man zumindest mal eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Sind sie miteinander befreundet, verwandt oder verschwägert? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Gut. Sollten Sie vielleicht die Zeit ein bisschen gemeinsam verbringen, ja? Das, wenn Sie potenzielle Kollegen werden könnten, sollte man sich etwas kennenlernen. Ja, das haben wir vor. Deshalb, wir waren auch jetzt schon die ganze Zeit zusammen auf der Orangenfarm. Also ich und Freeman. Wollen Sie mal Orangen kaufen? Nein, danke. Ja, nee, gut versorgt, hier gibt es Donuts ohne Ende hinten. Ja, die sind aber ja auch. Oh, super! Also Essen for free, ja? Ja, das Problem ist halt einfach, ja, die sind halt so schnell weg, dass sie kaum Chancen haben, irgendwelche zu ergattern, ja? Mittlerweile sind wir schon auf Sandwiches zurückgestiegen. Ja, da müssen Sie nur schauen, welcher Körperumfang der Kollegen sich am meisten erhöht und dann haben Sie den Missetäter schon ermittelt. Ja, das ist schon. Ich bin ein Mampfer, ich rieche Donuts schon, wenn ich noch im Dienstwagen bin, okay? Sehr gut. Ja, naja, dann, wie gesagt, also ich habe es notiert, wie gesagt, die Nummern kann ich dementsprechend besprechen, wenn jetzt der richtige Sprechpartner im Hause ist. Die sind ja alle in der neuen Welt noch unterwegs, größtenteils. Okay. Wie ist Ihr Name denn? Dann mein Name ist John. Auch merken. John Connor, Dienstnummer 40. John Connor, Dienstnummer 40. Okay. Ich schreibe dir einfach mal eine SMS damit, ja, weil sonst vergesse ich das. Oder ins Tablet, wenn Sie eins haben. Kann ich sehr empfehlen. Ach, das geht. Bei Notizen können Sie ja. Schreiben. Ja. Ach, einwandfrei. Ja, aber ich dachte, er braucht es ja dann sowieso. Mit 2O oder mit OE, Herr Connor? Mit 2O natürlich. Wie in dem Film. Welcher Film? Der Terminator. Ah. Da heißt einer Connor? Der ist sogar der Hauptdarsteller. Oh, Leute. Der kleine Junge? Ja, den gibt's auch noch in alt. Wissen Sie, wie alt der Film ist? Natürlich, wissen Sie, wie alt ich bin? Wissen Sie, wie alt ich bin? Das kann ich rausfinden, das ist nicht das Problem, ja? Wie aber alt der bei der Polizei. Denn alle? 31? Ja. John Z? Check. Doch,
Der Connor hat sie nicht verstanden, der kriegt das auch voll gelabert mit einem Funkcheck. Ja, dann warte ich einfach, bis er wieder antwortet. Nachher stören wir ihn nur. 36. 36. Die Frage ist jetzt, ist 36 ein Code oder sein Alter? Das war das Alter auf Ihre Frage. Dann sind Sie ja nicht viel älter als ich. Nö. Und Bart, wie alt sind Sie? Ich bin noch jung. Das heißt was? Keine Angabe. Oh je, okay. Also das erste graue Haar kann ich da schon sehen, ne? Leitstelle für die 40 kommen. Leitstelle ist dann die Dame schon 18. Oh. Ich bin ganz offen mit meinem Alter, ich bin 26. So, hier hätten sie schon mal den ersten richtigen Menschen, der sie da unterstützen könnte. Den Herrn Kojak. Oder er ignoriert uns. Nein, nein, ich bin mir sicher, er wird sie nicht ignorieren. Ja, genau, dass sie jemanden kennen, unterstützen gehört. Ja. Herr Schwarz, hier sind drei Anwärter. Davon ist einer angemeldet anscheinend schon. Das ist der werte Herr Barth zu meiner Rechten. Die Dame Frau Spinelle würde sich gerne aktiv in den Dienst bewerben wollen. Und der Herr Freeman ebenso. Richtig. Da meine Kompetenzen hierbei nicht ausreichen, das Bewerbungsverfahren einzuleiten, würde ich das gerne an Sie übergeben. Ja, Kompetenzen nicht ausreichen. Sie haben einfach die Berechtigung dazu nicht. Das sind die Kompetenzen, das reicht ja. Ja, eine Berechtigung ist ungleich Kompetenz. Das kommt drauf an, wessen Seite sie da steht. Also bisher hatte Herr Connor einen sehr kompetenten Eindruck hinterlassen. Ja, kacke. Das ist richtig. Aber Sie wissen, von wem ich ausgebildet worden bin? Von diesem Herrn. Ja, dann der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ja. Au. So dreht sich das alles im Kreis hier langsam. Connor, versuch doch bitte nicht. Ah, Wie heißt der Herr denn? Schwarz, Thorsten Schwarz, PD14 Assistant Chief. Hallo. Hallo, Herr Schwarz. Hallo. So, gut. Also wir haben einmal einen schon aktiven Ride-Along, ist das so richtig? Ja. Name war? Bart. Sehe hier nicht. Okay. Doch, da. Bart, Florian. Genau. Hm. Sollten vorgestern schon antreten um 19:30 Uhr. Ja, da war ich auch da. Bin okay. Ich Streife gefahren mit. Gestern ging es mir abends nicht gut, deswegen. Connor war die Leitstelle. Wie bitte? Ja, Connor war die Leitstelle, hat euch gefragt. Die 21. Sag mal. Wo ist der? Vor der Tür. Was haben wir noch an Kräften da momentan? Oh, wir sind ziemlich schwach besetzt. Derzeit nur. Ne, 29, Entschuldigung. Dienstnummer 29. Und meine Wenigkeit. Und anscheinend die 30, aber die steht auf Code 8. Ja, dann weg. Ja, nicht da. Feierabend. Gut, ich bin Status 2. Herr Connor. Herr Bart. Herr Sommer, Herr Connor. Kommen Sie, schaffen Sie das, ein Ride-Along auf ein Auto zu haben? Ja, also für Streif auf jeden Fall. Ich würde gerne mit der 29 dann losgehen oder soll er erstmal die 29 weiter Leitstelle machen? Wir können doch mobil machen. Ja. Dann spreche ich mal direkt drauf an. Muss ja jetzt nicht mit Leitstelle gehen. Mhm. Ist klar. In 5 wieder da. Joa. Und dann haben wir noch. Was soll ich da jetzt mit? Einfach da an den Kollegen hinten dran klemmen. So, wir hätten Arbeit. Akte. Nichts derweil drin. No. Dass irgendwer von ihm halt verletzt. Also das läuft über unsere Liste des Films Kartell und im Grunde genommen, ich sag mal, alles ob Sergeant ist berechtigt, darauf zuzugreifen. Okay. Ja, weil wie ich schon gesagt habe, gab es halt das Problem, dass ich 17.15 Uhr machen wollte, aber keiner wusste, dass ich keiner bin. Ja, das ist, normalerweise sollen sie auch nicht mit zwei Kadetten, mit zwei Officern aufs Auto. Normalerweise würde ich sie tatsächlich mit einem Hochrangigen einstellen. Das Problem dabei ist, dass es momentan nur einen gibt, der hochrangig ist, das bin ich. Ach so, okay. Ja, wir haben momentan nur eine Streife. Ich hoffe, das ändert sich dann in den nächsten Streamlines. Ja, schauen wir mal. Gut, dann bedanke ich mich und wir sehen uns. Ja. Auf Wiedersehen. So, da Dame, die Dame, der Dame, die Herr, die Dame, der Herr. Können. Sind sie versorgt worden, oder?
Ja. Sie sollen jetzt bei uns mitfahren? Ja. Okay. Ja, alles gut. Nö. Also. Ja. Ja, wir sind noch im Gespräch, der muss jetzt sterben. Ja. Füllen wir uns kurz. Ich wollte mal noch was fragen. Wie sieht denn das aus mit Praktikantenschutz? Kriegen wir irgendwie Schutzwesten oder sowas? Nein. Weil nein. Die sind eigentlich nur passive Teilnehmer. Aber sie werden bei jeder Maßnahme auch dementsprechend vorgestellt. Ja. Ja. Naja, weil vor 2 Tagen da war ein bewaffneter Raubüberfall. Und da saß ich im Auto und der hat auch geschossen. Da hatte ich mal kurzzeitig Angst, aber ich habe mich in dem Moment auch geduckt. Also ist nichts passiert. Ja, ja. Und da wollte ich halt schon mal fragen, wie das ist. Ich kann mir ja auch, ich weiß ja gar nicht, ob man sich selber eine kaufen kann oder so. Müsste ich selber mal nachschauen, aber grundsätzlich ist es so, dass sie ja als ganz normaler Bürger dann gelten. Ja? Sie sind dann Praktikant, aber sie sind immer noch Bürger, sie sind ja kein aktiver Beamter, das ist LSPD oder in einer anderen Institution. Von daher gilt für sie ja sowieso das, ja, ich würde nicht sagen, das Recht auf Unversehrtheit. Ja. Das haben sie ja, halt in dem Dienst des Staates halt natürlich nicht mehr, ja? Das Recht auf Unversehrtheit. Ach so, das heißt, wenn man Polizist ist. Ja, dadurch, dass sie ja mit Leib und Leben quasi hier ihren Dienst verrichten, da können sie ja keinen Anspruch geltend machen, dass sie körperlich unversehrt bleiben. Ne? Das passt nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Ist klar, ja. Ja. Deswegen haben sie dieses Privileg haben sie halt nur als Bürger. Ja. Ne? Als andere, was denn jetzt auf diese Information, die mir jetzt die Frau Spinell zugetragen hat, war ja eh. Vertraulich will ich es nicht nennen, aber es war ja direkt ein Bezug zu einer Straftat, was man dementsprechend dann intern auch regeln muss. Das muss ich ja mit meinem Kollegen noch besprechen. Ja. Aber wenn Sie verletzt werden, haben Sie trotzdem ein Recht, also das Recht auf wie heißt es nochmal? Körperliche Unversehrtheit. Ja, das bedeutet ja, dass man. Was bedeutet das eigentlich? Naja, dass ich halt Verletzungen in Kauf nehmen muss, ja. Während meines Dienstes. Und ich muss es nicht. Sozusagen. Nein, weil Sie sind ja Zivilist, Sie sind ja kein Staatsdiener. Ja. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier, Sie rennen jetzt ins Feuergefecht rein oder sowas, oder Sie erwidern jetzt das Feuer, wenn Sie dabei halt verwundet werden. Ne? Wenn Sie als Zivilist oder sowas, das ist eine ganz blöde Erklärung jetzt, aber. Aber wenn Sie jetzt als Bürger das theoretisch machen würden, dann können Sie immer sagen, nö, mache ich nicht, ja. Und das Recht haben Sie als Polizei, als Polizist nicht. Ah, ja, wenn es dann heißt, wer stimmt jetzt das Gebäude und Sie werden dabei getroffen, können Sie nicht vorher sagen, nö, mache ich nicht, ja, weil Sie haben sich ja dazu verpflichtet, ja, den Staat sicher zu halten. Ja. Oder das Recht und Gesetz zu verteidigen. Ja, nee, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das heißt körperliche Unversehrtheit. Ja. Ähnlich sowas wie die Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn Sie jetzt in Crestenburg sich ein Apartment gemietet haben, ja, und jemand bricht in Ihre Wohnung ein, dann ist ja das ihr privater Raum verletzt worden. Ja, das ist ja auch sowas. Mhm. Ja? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Polizei kommen, will Ihre Wohnung durchsuchen und die haben keinen Durchsuchungsbeschluss vom DOJ und die dringen rechtswidrig eindringen, dann würden die ihr Wohnrecht oder ihre Wohnung verletzt haben quasi. Also im privaten Raum. Ja, und da gilt es ja um allen Preis zu schützen. Aber es würden sie in der Kadettenausbildung sowieso alles lernen, da haben wir ein bisschen Lektüre für sie vorbereitet, ja. Dass die jeder Polizist lesen muss. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz was trinken. Kein Problem. Also jetzt nicht irritieren lassen, wenn ich hier im Rumgurgeln bin. Oh. Ja. So. Einen Moment. Ups, sag mal. Ja, ich komme gleich. Ich muss noch kurz zu Schwarz gehen. Ich würde sagen, wir haben einen Ride-Along jetzt, ne? Ja, wir haben einen Ride-Along. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Also ist Herr Bart. Ja, weiß ich Bescheid. Hier kommt gleich noch ein Ride-Along. Ich weiß auch nicht, wo ich den unterbringen soll. Ich muss aber noch was mit Schwarz klären. Bin in 5 Minuten gleich da. Ja, nee, ich warte mit meinem Bart auf einem Fahrzeug. Jo.
Ruhebad. 5 Minuten noch, dann können wir losfahren. Ja. Ja, haut einfach ab und sagt noch nicht mal mehr Hallo hier. Unhöflicher. Ja, ich meine genau sie da. Man kann sie ganz schlecht verstehen da hinten. Ja, muss mal dichter kommen. Oder soll ich dich anbrüllen und anspucken dabei? Wie bitte? Soll ich lauter sprechen, dann kann ich dich auch anspucken dabei. Das habe ich verstanden, deswegen habe ich nach dem Wie bitte gefragt. Ja, sie unhöflicher. Die Flegel. Die Rabauke. Na, jetzt geht's los hier. Die Schift. Die Halunke. Ich bin Polizist. Ich noch nicht. Edge. Müsste nur reingehen, mich anmelden. Das könnten sie tun natürlich, Redfield. Könnte ich machen. Aber sie haben Urlaub, nehme ich an. Negativ. Kommen sie noch in Dienst dann? Ja, in der Logo komme ich noch in Dienst. Ja, aber langsam werden wir ein bisschen enger, glaube ich, gerade hier vom Umfang her der Streifen. Ich muss sowieso doch mal die Nachkontrolle von dem gestrigen Tag. Okay. Schusswunde in der Schulter, die operiert wurde gestern. Oh, was machen Sie denn jetzt? Wie können Sie einen Moonwalk machen, ohne Ihre Beine zu bewegen? Den Trick müssen wir mal zeigen hier. Ja, das sage ich Ihnen nicht. Das ist ja elitär, hey. Das ist Betriebsgeheimnis. Schon wieder. Sag's Ihnen beiden, ja? Der gehört zur LSPD Dancing Crew. Dancing Crew? In Unterhose. Ich sag's mal so. Nächstes Mal, wenn ich in den Urlaub gehe, stelle ich mich vor das LSPD und mache erstmal so. Nichts gegen Sie, Herr Peter Petersilie, aber sage ich, fick, ich hab frei. Ja. Okay. Einzelne für Sie, Herr Redfield, ja? Ja, eindeutig. Und zeigen Sie noch auf mich. Ja, aber weil ich gerne auf Sie zeige. Übrigens haben Sie Handschuhe an. Ja. Kann ja nach bestimmten Personen sollte man Handschuhe anhaben. Ja, und eine bestimmte lebenslang auch. Ja, jo. Ja. Das ist eigentlich schwarze Farbe. Sie machen jetzt einen Kohlen, ja? Jo, nebenbei. Was war los? Nix war? Nichts? Nichts. Oh, gestern habe ich eigentlich... Oh. Aber ich habe noch eine Meldung reinbekommen. Gerade von einer Anwärterin. Ja. Da habe ich aber eine Rundmail geschrieben gerade. Ja. Daher müssen wir mal was prüfen. Das würde ich aber dann in einem offizielleren Kreis dann besprechen wollen. Sagen Sie mal auf. Name, Alter, Größe, Name. Einmal Spinell. Aha. Zu. Ja. Er ist die. Unnett, arrogant. Informantin, arrogant. Ist er nicht. Lieblingsessen, Lieblingsfarbe. Donuts. Farbe weiß ich nicht. Sicher Donuts. Nur weil sie Donuts mögen. Die haben aber ein bisschen zugenommen, ne? Ja, ich sag ja. Die Sprinkles mag die, glaube ich, ganz toll, die bunten. Sprinkles? Oder Sprinkles? Die Sprinkle. Die hier mit diesem komischen Zuckerstreusel oben drauf. Achso. Die Sprinkle-Dinger, hier mit Schoko drauf und dann buntes Zeug oben drauf und fertig. Die sind aber auch gut. Schreibe ich mir mal auf. Hm? Ansonsten müssen Sie die selber fragen, die Dame. Hat schwarze Haare. Schwarze Haare. Macht einen fitten Eindruck. Fit. Lady fit. Sehr gut. Nein, das andere, wie gesagt, das müssen wir dann offizieller besprechen. Aber das machen wir, wenn sie Dienst sind und mir dann mal ein 6 oder 8 Augengespräch haben, dann kann man das, glaube ich, besser erörtern. Falls sie jetzt nicht die Aussage nochmal trifft. Ich kann auch kurz beiseite gehen, falls sie... Oh, das kann ich auch anders regeln. Also das stoppt. Da ich hier die Funkausbildung beim Herrn Redfield genossen habe, könnte ich auch eben so sagen, ja, dass wir hier mehrere 10.33 hatten mit 10.40 und Sichtung von mehrere 49 inklusive 39. Also das volle Programm eigentlich, ne? Orangefeld. Ja, okay. Hab schon mitgekriegt. Alles gut. In den letzten 2 Nächte schon vermehrt über die Felder gefahren, gerade über Grapeseed zum Beispiel. Ja, okay, das war mir nicht bekannt. Ich bin heute wieder im Dienst. Ja, ich bin in der Nacht, also es war wirklich in der Nacht so zwischen also 1 und 2, 3 rum. Da war aber wenig los. Das eine Mal musste ich hart in die Eisen gehen und auf Grünstreifen ausweichen. Okay. Lang ungefähr 500 Tomaten zermatscht auf der Straße. Ups. Ui. Ja. Schweinerei habe ich nicht mehr gemacht. Ja.
Nee, ich fahr schon sowieso schon, wenn ich so da bin, immer vermehrt schon mal die Felder wieder an. Ja, das habe ich nur mitbekommen. Von daher dachte ich so, ich weiß nicht, weil ich habe noch nicht aktiv da jetzt in den Akten gewühlt, ob es da schon eine Information dazu gibt oder sowas ähnliches. Nee, weil ich ja Infos so direkt nicht. Okay. Aber ich sitze einfach eingeengt, die Beweis, einfach da mal hingefahren. Letztens auch, Kokerfeld abgefahren, dort was gefunden, mitgenommen, Cannabisfeld gefunden und mitgenommen und ach, hast du nicht gesehen. Was für Kram. Ja, tausend tolle Dinge, weißt du? Ja. Oh, gestern nicht mal 10 Minuten im Dienst. Ich glaube, der Herr Peter Petersilie war ja auch dabei beim ACLS-Geschichte, wenn ich mich nicht täuscht. Jo, da war ich. Ja, aber immer 10 Minuten im Dienst, ne? Oh, jetzt ging schon wieder gut los. Ich frage mich immer noch, wie die Leute an 49 kommen. Oder. Die was? An die 49, wie die Personen da ankommen. Was ist denn bei dir die 49? 49, 940. Ach, ich hab 49. Nein, 940. Ah, ja. Ja, gut. Immer Mittel und Wege, ne? Ja. Aber eigentlich kann man die ganze Latte daneben hier. Und 30, 40 und 50, also es war komplett alles laut Aussage. 29 wahrscheinlich auch noch. In irgendeiner Tasche. Weiß man ja nicht. Ja, das ist Vermutung. Kann 881er dann auch sein. Naja, eher ist es ja jetzt keine 881er, sondern eher 50. Oh, das hatten wir gestern Abend auch noch gehabt. Oh je. Scharf oder übel? Scharf. Oh je. Richtig scharf. 1030er mit einer 1015er, 50er. Also wir dann da hingefahren. Bisschen getalkt, also ne, die Frau Leck hat dann halt die Verhandlungen übernommen. Der eine Geiselnehmer da, der war da ja so ein bisschen am laut Quatschi machen. Ich habe alles durch Funk gegeben. Ja, und die zweite Streife, die da war, die sind von hinten schon rein. Überraschung. Das Gespräch so an sich hat so 2-3 Minuten gedauert, die Jung eine Minute, dann war das Ding durch. Ah, okay. Die Geiseln befreit. Ich glaube 4 Täter festgenommen. Na dann ist SG oder wie? Ja. Erstmal vor Ort aus MD gewartet, dann halt das MD erstmal dann da behandeln lassen, dann ne, Durchsuchung abgenommen, alles was ging und dann ab ins PD vorzeitig zur Überführung zur Aktenaufnahme nochmal und anschließend zum SG. Ja. Viel Spaß und Freude für die ganze Familie. Ja. Auf jeden Fall, wissen Sie, ob die. Ist Ihnen auch das Fahrzeug bekannt gewesen? Was ist denn hier was los? Denn? Von den Feller, von der Felleraktion? Das Kennzeichen habe ich nämlich auch noch. Welches wie jetzt von den Felderaktionen, hä? Von der Nachtaktion. Nee, von den Nebel-Nachtaktionen da diese. Nee, da war nie was los. Es war nichts da. So. Was los? Ja, genau. Die Kreuz. Ja. Herr Schwarz ist auf jeden Fall angeschrieben. Er wollte mit Ihnen das Gespräch führen, nur weil fehlt da noch jemand von der Personalabteilung. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ja. So war jetzt nie was wirklich gewesen. Okay. Wer ist denn überhaupt heute in Dienst? Ja, oder können Sie gerne machen. Aktuell Schwarz, Summer und ich. Weiß nicht, warten soll, bis jemand da erreichen möchte oder ob ich nochmal. Sonst haben wir viele Praktikanten soll, also Ride-Along noch machen soll. Also, ich bin offen für alles. Also, der Bart hier zu meiner Rechten, der wird jetzt mal mit uns losreiten dann. Jetzt demnächst. Ja, zum zweiten weiß ich ja nicht. Okay. Ja, Ride-Along muss man ein paar Mal machen, dann, bevor man dann alles in die heiße Phase kommt. Ne? Hoppala. Der weggegangen, der Kerl. So, da kommt die Dame, Redfield, zur rechten, Augen rechts. Rechts, aber ein Kerl. Nicht ganz. Hier mal wieder ist es Schiss, sagen wir.
Abend. Abend. Dienstaufsicht. Genau, die Kollegen. Wir fahren dann mal auf Streife jetzt. Gut gestanden, genug geredet. Ja. Genau, Verbrechen bekämpft sie nicht von alleine und schon gar nicht vom Rumstehen. Und der genau schon so gesagt hat, es gibt von zwei Männern Billy, die fürs Rumstehen bezahlt werden müssen. Ich und das Team. Wollte ich gerade sagen. So hat es auch gesagt letztens. Ja, ja Herr Bart, dann Attacke. Kommen Sie mit. Ja, auf geht's. Connor, du musst fahren. Ich weiß. Gut. Dürfen Sie sich einmal hinten reinsetzen. Ja, Moment, ich muss noch aufschließen. Sorry, bitte. Sie hatten schon beide Long bei uns, ist das richtig, ne? Ja. Ja, okay, gut, dann wissen Sie ja Bescheid, wann Sie das Fahrzeug verlassen dürfen und wann nicht, oder? Richtig. Perfekt. Hau mal einen raus. 21. Guckt da rein. Mach mal kurz hier Standby vom Gerät. Reicht ja. Als Fragen kommen. Schwierig. Ja, wo wollen wir lang? Oh, einfach mal irgendwie abstreifen ein bisschen. Okay. Naja, wie ist eigentlich egal, ich habe heute schon alles 3-4.000 Mal gesehen gefühlt. Ja, stimmt, hast du ja gesagt. Aber ich bin länger unterwegs. Es ist tote Hose. Wir können mal beim Bahama Mamas vorbeifahren, da steigt wohl noch das Ziel irgendwie. Müsste so Richtung Kino war das, ne? Nee, hier links. Na, fahr mal. Ja, geradeaus einfach, geradeaus in der nächsten Runde. Oder war das bei der Disco? Das war oben bei. Weinwood? Bei Rockford Drive. Ah, doch oben. Hier rechts hochfahren. Ja, oben. Nee, alles gut, nee. Echt ist ja egal. Echt egal. Fahr links auf die Autobahn jetzt. Oder, okay, ja, gut, also keine Autobahn mehr sein, alles gut. Na, hier kannst du nicht drauf fahren, egal, fahr einfach rüber. Die, nee, ganz am Ende links dann erst. Mein Kopf ist schon Matsche. Autsch! Autsch! Ja, ich komm ACNS, ey, wegen der Bremse? Ja, da waren wir eigentlich. Ja, gar nicht, waren wir gut, dass wir einen Kuhfänger. Sind Sie verletzt? Nein, mir geht's gut. Sehr gut. Perfekt. Und dann hier links weiter. Das meine ich mit kein Recht auf Unversehrtheit. Ja? Haben sie einfach nicht dann. Da passieren so Sachen. Müssen sie durch. Beim PD werden sie C. Ja, das kann ich mir vorstellen. Definitiv. Ja, und dann die nächste links. Ja, das hier schon? Ja, alles gut. Die Augenschmerzen habe ich auch hier. Ah, hier sind fährst. Wir schon da. Ja, dann müsste eigentlich eine riesen Party sein. Security. Ja, wir können ja mal Looky Looky machen. Ja, kann man ja mal reingehen. Mal auf ein schnelles. Dieser Funk, Alter. 21 Edel und Code 5 am Bahama Mamas. Wenn man Funk geht wieder ein, das ist ja auch was hören. Ja, hab ich mit aufsteigen. Also, ich sag mal, bis dann, wir hören. Ja, ciao. Hey, Schweizer. Hey, Chef! Na, ist gut? Ja, ja, klar. Warum läuft denn hier noch nichts hier, Mensch? Ja, geht jetzt gleich los. Wir haben gesagt, die ersten 10, 15 Minuten machen wir noch ein bisschen ruhig, ein bisschen zum Sammeln. Ach so. Und dann gehen aber gleich die Hits schon los, ja? Ja, wir wollten nur mal kontrollieren. Ja, ja. Okay. Und? Kontrolle ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ah, alles gut. Gut, aber läuft ja nichts, dann brauchen wir auch nicht. Ja, Moment, warte, ich muss gerade ein Event machen. Also, ja, alles gut. Ja, dann noch frohes Schaffen, ne? Jawohl, vielen Dank, oder was? Gerne, gerne. Und dann sind wir wieder weg. Kommen wir später vorbei. Wenn der Bär steppt. Bitte! Oh. Ja, vom Krückte.
Ah, da guckt das. Na, die ist doch ein guter. Funkcheck für die Elf. Check. Elf statt 2. Na gut, ist noch jemand, der eine Streife fahren darf? Ja. Stimmt, das wird viel, ne? Genau. Ja, dann fahren wir mal zum BD. Okay. Ja, die Elf-Leute kommen. Elf, kommen. Ja, dann teilen sie schon mal die 22 LM ein. Kommen wir mal zum BD fahren. Zusammen am Leitstelle Ende. Ne, warte mal, es geht gar nicht. Könnte ja sein, dass die Fetten auch weg. Die Fetten. Die Fetten, die bin ich nicht verstanden. So habe ich es auch verstanden, ja, schwarz. Okay, dann fahren sie mit der Fetten dann auf Leitstelle Ende. C4. Okay, dann fahren wir doch nicht zum Bild. Nicht? Hm. Okay. Nee. Das hätte logisch auch gar keinen Sinn gemacht, weil wir das kein Ride Along und ein Officer, das geht auch nicht. Ich war, mein Gehirn ist schon losgesetzt. Ja, ja, dann komm. Einmal bitte den Quart bei mir absetzen. C4, verstanden, sind auf dem Weg. Den Herrn Bart müssen wir einmal am 10.19 absetzen. Okay. Aber was haben sie verbrochen? Ich frage mich auch jetzt. Ja, wenn wir sie jetzt schon wieder zum VD fahren dürfen. Oh, ein Motorrad? Ist ja. Aber ja, ich mache eins fertig. Warte. Dürfen eigentlich auch Officer alleine fahren? Ja. Ja, aber es ist ja, ungesehen, wenn sie eine Straftat vollziehen, dann muss jemand da am besten immer dabei sein. Warte, ich ruf kurz das. Ja, ich habe nur so ein Signal an, dass wir hier wieder sichern. Ja, Summer von LSPD. Sag mal, Sanchez, könnt ihr die abschleppen oder musst ihr das mit einem Karo-Bot machen? Ah, perfekt. Ich habe hier eine, die liegt einfach so random auf der Straße. Ja, genau. Okay. Ach. Habt da gerade keinen? Ja, alles gut. Ansonsten sag Bescheid, dann kommen wir nochmal zur Absicherung gleich vorbei. Wunderbar. Ja, genau. Nee, glaub weniger, aber ich geb zu dir mal, warte. Achso, okay, gut. Ja, immer mit der Uhr. Hase? Okay, gut, dann ruft er einfach an und dann gucken wir, dass wir gerade frei sind, dann sichern wir das nochmal hier ab. Jo, bis gleich, ciao. Ah, die wissen Bescheid. Die rufen mich gleich an wegen der Absperrung. Also, okay. Damit die Straße Gott sperren. Ich bin auf der Platz. Ja, und was macht man dann, wenn man jetzt zum Beispiel alleine im Dienst ist? Sprich, wenn sie alleine im Dienst sind, als Officer, wenn sie übernommen werden, werden sie erstmal als Kadett eingestellt. Als Kadett können sie alleine im Dienst nicht so viel machen. Eigentlich als Officer, sehr wenig, ja. Als Officer auch noch ein bisschen wenig, ist immer besser. 21 für die Leitstelle für die 14 kommen. Bringt ihr mir den Praxi dann rum? A10-4, Ankunft in 2 Sekunden am 10-19. 21, 22, 23, 24, das war noch nicht mal, ne? Das sieht man noch mal. Tut mir leid, der Herr Connor fährt viel zu langsam. Als Stelle Ende.
Wäre das ein Kampfeinsatz gewesen, hätten sie das Leben von zwei Kollegen auf dem Gewissen, weil die ins Haus gestürmt sind, obwohl sie noch gar nicht da waren. So, einmal aufsteigen. So, Herr Barth, Sie gehen dann einmal zu Herrn Schwarz mit. Wie bringen Sie ihn noch dahin? Das waren die Donuts. Ding Dong. So. Peter. Palim. Ja. Palim, Palim, ja. So, ich nehme die zwei, nehme ich Mr. Brust hier. Jawohl. Ihr könnt ja wieder auf Streife zu dritt oder du bleibst bei mir. Du musst ich bin gleich nochmal, wie gesagt, muss was essen. Naja, dann bleib ich. 21 Adam, Ahoi und die zwei Ride-Alongs mit mir. Okay. Ja, ich würde ein bisschen. Nun fahr mal aber zum. Ja, die rufen mich gleich an, wenn die eine Absicherung brauchen. Okay. Ja, okay. Zeig mal ein bisschen mal Präsenz in der Grove Street. Jo. Okay, doch jemand. Ja, ist gut. Ach so, muss ja uns Code 1 melden, ne? 21 ist Code 1. Habe ich das gemacht überhaupt? Nee, ne? Ich meine schon, aber ich weiß nicht, ich habe das Umgerät gar nicht offen, gerade nicht offen. Achso, ja, mach mal auf, weil wir sind ja jetzt wieder alleine. Den Status sehe ich nämlich nicht. Ich hab mir den meinen Code und meinen Spicker offen. Achso. Flughafen schreiben, sagst du? Ja, fallen wir mal durch. Können wir machen. Hm? Vielleicht sehen wir die beiden von vorhin. Ich war mit einem Kollegen dort. Der eine hatte Stimmbänder, jo, nee. Sag mal immer Mensch ist Mensch. Okay. Fahr rechts, 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 rechts. Ja, ich hab uns schon dagegen fahren sehen. Reflexe wie ein Tiger. Ja, so muss das. Und Adler und Augen wie ein Adler. Ja. Mit verbundenen Augen. Hm. Ja. Exsl hätte man nicht noch schneller machen können, noch weiter. Hm. 21 LM5 am Airport. Ja. Guck mal. Nehmen wir mal den Taser aus. Wir gehen ja am Airport nicht, dass wir erschlagen werden hier. Würde ich immer. Irgendwie habe ich mich gerade im Drehkreuz nochmal im Kreis gedreht. So. Das sind die beiden von vorhin, die sind immer noch nicht eingereist.
Mahlzeit, die Herrschaften. Holy fuck, guten Tag. Ja, schön. Sind die immer noch hier? Alles gut soweit? Hallo, hallo. Ja, safe, alles super. Perfekt. Bei Ihnen auch alles gut soweit? Alles top, ich kann mich nicht beschweren. Wunderbar. Wir müssen leider noch warten auf eine Einreise. Wir sind dafür leider nicht zuständig. Ach schade, wird das noch lange dauern? Haben Sie da zufällig Informationen? Ich habe absolut gar keine Informationen darüber. Holy fuck, ich kann dir sagen, aber ich trotzdem warte schon mehrere Stunden. Ich glaube, das dauert. Also ich muss wirklich sagen, da kann ich mitreden, die Dame wartet mehrere Stunden schon. Ich war vor zwei und Stunden hier. Und das gestern auch schon. Ich war vor zwei Stunden hier und die Dame steht immer noch hier. Jo, ich warte seit gestern 23 Uhr, da bin ich wach geblieben bis 3 und jetzt heute etwa, von 17 Uhr bis jetzt. Ich raste gleich aus, ohne Chance. Ja, bei mir hat es auch so lange gedauert, aber es ging tatsächlich. Dann nach dieses endlose Warten konnte ich dann einreisen. Ja, ganz schöner Beamtenmangel hier. Ja, bestimmt. Kann ich gerade nicht aktuell sagen, aber es ist auch gerade nur einer. Sie haben alle schon mal ein Konto erstellt. Bankkonto erstellt, neue Schuhe gekauft vielleicht. Ja, alles schon passiert leider. Na. Na gut, ich gebe mir das mal weiter an die Kollegen, dass sie da mal vielleicht mal da her schicken. Zeitnah. Aber oh, ob die das mal machen, ich sehe nicht. Kann ich noch nicht sagen, ich weiß nicht, was die da alle da oben zu tun haben, die Einreisebeamte. Wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Was? Ja, Mikado, sage ich, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Ne, Juni. Dann sind wir erstmal wieder weg. Ja. Toi, toi, toi. Eigentlich schönen Tag. Toi, 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 toi auf die Einreise. Machen Sie sich gespannt. Jo, danke, ebenso. Schönen Dienst noch. Gerne. Dankeschön. Jo, schönen Tag. Vielleicht sehen wir das schon nochmal ein drittes Mal. Ja, genau, ne? Alle guten Dinge sind drei. Ja, safe. Ja. Genau die Frau meinte ich. Oha. Genau. Oha. Das will. Also ich hoffe mal, dass das nur ein Stimmbruch ist von ihr, ne? Und dass es das kein Dauerzustand ist. Ansonsten glaube ich, wird die mal irgendwann verstummt sie dann heimlich mal. Ganz komische Sache. Die war schon unterwegs. Moment, Telefon. Ja, sag mal, was gibt's? Ja. Weiß noch nicht, warum. Ja, wollte ich, aber irgendwie muss auch noch die Nachtschicht rum ein bisschen, ne? Ich meine, einer muss hier noch irgendwie in die Nachtschicht rocken, ne? Du arbeitest hier? Da? Boah, da mal, let's go, Streifenfahrt, let's go, wir kommen gleich vorbei. Ja, naja, viel später, wir machen Streifenfahrt da vorbei, wir gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, machen wir. So, bis gleich. Moment, ich muss was trinken. Mhm. Ich hab gehört, wir machen eine Streife beim Bahama Mamas. Oh, so ein Zufall aber auch. Da ist ja diese 70er, 80er, 90er Party. Ja. Und da können wir. Und. Wir hätten da gerade gefunden. Ich weiß nicht, nein. Hast du da auch gehört? Ja, ja. Aber hier. Oh. Mit Jalla oder was? Nee, ohne. Okay. Da kommt er wieder von. Allgemeine Frage gefunden. Der hatte gerade gefunden.
LSPD-Leitstelle, sagen wir schon guten Tag. Ja, das liegt da. Wir wollten dann noch die Absicherung machen. Oh, okay. Okay, wisst ihr Bescheid, dankeschön. Ciao. Warte mal kurz. Ich starte mal ganz kurz mein Dümmgedächtnis neu. Okay. So, Funkcheck 429. Weg. Die 14 ist auch noch im Dienst, ne? Ja. Status 2. Die 14 für die Leitstelle kommen. Stopp den Herz. Okay, ich wollte nur wissen, ob sie mich über den Funk hören, weil die Kollegen, die gerade durchfunken, konnte ich absolut nicht hören. Ich höre sie laut und deutlich. Ja, Summen sind 4 Leitstelle. Leitstelle PL kommt. Leitstelle hört. Das ist der Hahn, der gerade aktuell Probleme mit seinem Funkgerät hat. Achso, C4. 43, Funkcheck. Check. Officer 43, Status 2. Eine 2. Herr Hahn ist da. Ja, Redfield ist Code 7. Der Schwarz ist noch Code 2. Ja, der hat aber die beiden White Longs. Ich nehme den Hahn mit als Officer. Ja, ich frag mal kurz. Die Elf, die da leider bekommen. Was ist gerade? Elf hört um. Sind Sie gerade verfügbar oder sind Sie mit dem Herrn Schwarz? Komm. Ich bin gleich mal in dem Pausenraum, ich muss dann mal was essen. Okay, Leitstelle hier Ende. Die 43 bekommen. 43, oder? Ja, tragen Sie schon mal die 21 Ende mit ein. Wir kommen Sie gleich am B1 oder Leitstelle mit Ende. Sind wir. Ja, dann lass ihn einsammeln und dann fahren wir Bahama Mamas. Ja. Mit deinem Hahn bin ich die ganze Zeit rumgefahren. Hey, wir sind da reingegangen. Ich sag so, Hahn, können wir bitte gehen? Wo wir am Airport waren wegen der Frau. Ja. Und dann auf dem Weg, er so, von welcher Gottesmutter ist die denn geboren worden? Ich hab schon gedacht, ich nur so, ja komm, Alter. Ja. Oh Mann. Hier rechts, ne? Ja, genau. Dann macht so. Sirene an, einfach. Also, Code ja, genau, jetzt wieder links und dann hinten rechts, genau. Jetzt auch, ja. Genau, ist gut. Bus? Nee. Dings. Achso, das Motorrad liegt an der Seite, müssen wir nicht absichern. Okay. Haben die gerade angerufen. Okay. 20.30 Uhr, ich bin Leitstelle, Mann, komm, Scheiße. Ah, zum Glück ist nie was los. Steht da ein Boot auf dem Parkplatz? Ja, ja, ich auch gerade. Also keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Ey, meine Jüde. Falscher Parkplatz. Ja, ehrlich. So, jetzt soll er rauskommen, hier der Kerl. 21, Anker. Fall einfach vorwärts rein. Bitte schon rein. Weg hier, bevor der Schwarz kommt. Nein. Der Code 1. Steve, funkst du? Kann ich machen. Oh, perfekt. 21, der Mutter. Ey, soll ich dir was sagen? Die Frau, die wir am Airport gesehen haben, die liegt immer noch auf dem Fußboden. Schlimm, ey. Man kann sagen, die Frau kann ohne Eier, aber das ist ja bei einer Frau üblich, also. Ich sag's dir, ich habe mir schon überlegt, entweder hat die so lange da gelegen, dass sie heiser geworden ist. Ja? Oder die ist halt einfach so kaputt. Ja?
Es sagt sie ja, von welches Gottes Mutter ist sie denn geboren? Ja. Also das ist ein, ja. Es ist einfach runtergefallen damals. Pupp, oh, helle Stimme. Ja. Ah, Mann. So, pups. Ist runtergefallen, einfach geradeaus. Ja, ja. Ja, Hart, wir machen jetzt eine, wir kommen genau pünktlich, wir wollten gerade eine Streifenfahrt zu Bahamas, Mamas machen. Ja, perfekt. Ja. Bin ich doch wieder. Ja, perfekt. Natürlich hochoffiziell. Ja, natürlich. Ja. Jetzt rechts und dann durch und links, ne? Ja, boah. Genau. Zweifache Kopfschmerzen. Hast du? Ja. Oh. Also, wenn... Geht wieder? Ja. Okay. Ich dachte, du hast schon Kopfschmerzen. Nee, ich sehe nur Sachen, die nicht immer passieren. Ach so, ja, die Sachen. Ja, hier links. So, mein Kopf hat sich zum Beispiel gerade gedacht, dass wir eine Ampel mitgenommen haben. Ja, ach so, ja, das kennt. Nicht. Ja. Ah, das Depot feiert mit? Sogar das Depot steht vor dem Roten Bürgersteig. Na. Lass mal das Depot rufen. Ja, machen wir. Funkst du wieder, ja, ne? Achso. 21 Jahre Mahlzeit. Bin ich hochoffiziell alles hier, ne? Ja, ja, klar. Die Damen warten. Mahlzeit. Aber der Herr von Depot? Ja, ja, bitte. Soll ich mal irgendwie rufen, Sie stehen vor dem roten Bordstein? Nee, falsch. Falsch. Dann schalten Sie mich doch ab. Nee, falsch, alles gut. Falsch. Er steht nicht am roten Bordstein, er steht mitten auf der Straße. Ja, dann das ist korrekt. Ja, ich glaube, wenn er warm nicht kann. Ich bin gerade in der Maßnahme und. Ja, alles gut. Sie wissen ja, staatliche Angelegenheiten. Ja. Mir so gut. Mir so gut. Und Ihnen? Wie geht's Ihnen so? Ja. Schlechten Leuten geht's immer gut, ne? Oh ja. Klar. Naja, was soll denn das jetzt? Packen die Spezial oder worauf habt ihr Bock? Nee, einfach nur Streifenfahrt, da sind im Dienst. Ja, oh, nicht, dass wieder einer mit der Schiene was mich ausrauben will. Oder? Ja, komm ein bisschen näher, gucken, dass hier, da wir ja wissen, dass hier ein bisschen viel los ist, dachten bei uns, wir würden ja, mehr Streifenfahrt. Ja, naja, im Krankenhaus ist wahrscheinlich mehr los als hier. Ja, eigentlich sollte ja auch laut Schweizer hier ein Medic hier sein, ja, oder nicht? Ja, die kommen heute doch nicht. Ah ja. Ich bin nur in Dienst reingekommen. Perfekt. Geil. Da finde ich halt scheiße, wenn man vorher zusagt, ja, wir schicken nicht der einen hin und dann auf einmal doch nicht, ne? Na, das ist wirklich scheiße, da gebe ich ihm recht. Genauso wie alle Leute sagen, ja, wir arbeiten heute und dann plötzlich ja doch nicht. No. No. Deswegen bin ich froh, dass der Schweizer hier mein Stammarbeiter ist, oder was? Aber da hast du ja immer noch das Ding Aussichtsbeschwerde, weil die können nicht Sachen mit dir abmachen und dann schalten. No. Ja, no. Keine Ahnung. Letzte Woche der Dieter war eh der Beste. 5 Minuten vor dem, ja, ne, ich hab doch keine Zeit, oder was? Und nachher sehen die Jungs ihn in einer anderen Bar. Wieder der Party macht. Der DJ, oder was? Ja, ja. Aber ja, heute ist der Schweizer der DJ. Ja? Jo, jetzt können wir gucken. Dann müssen wir fixieren, ne? Laufen wir einmal rein, schon, ja, ne? Ja, ist ja eh nichts los. Der Schweizer ist gerade im Krankenhaus. Wer hat mich gehabt? Oh, ja, das ist nichts Dummes, Mann, der Hahn, ja? So. Der Keller ist abgeschlossen. Los, ja. Jo, rein. Mit 5 Dollar, wenn sie der Stange tanzen, den Dienst, ja? Nee, das war ein Kabel wieder. Oh fuck, Alter! Was ist denn hier los, ey? Der Teppich hier ist rutschig. Auseinander. Teppich ist voll rutschig. Ja, mehr glaube ich. Han, 5 Dollar, wenn du eine Stange tanzt im Dienst. Was? Wo ist denn eine Stange? Ja. Wo geht's da lang? Warte, hier geht's da oben irgendwie. Wir gucken uns mal um hier. Ja, oben war ich auch noch nicht. In die Rip Area. Die Rip Area, ja? Rip. Ja, ja, Telefon. Alles für die schönen guten Tag, wie kann ich gibt's hier? Ja keine Stangen? Hier an der Lampe gibt's eine Stange. Wo? Hey, ist eine coole Aussicht. Hier an der Lampe, guck mal, guck die Lampe an. Hier.
Moment. Tischlampen hier überall. Gut, kommt rein. Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken, weil wir gerade einen Anruf gekriegt haben. Damit die derweitigen Personen Bescheid sagen kann, worum es geht. Es ist einer da. Worum geht es denn? Nee, der ist so nicht da. Einen Moment, ne? Ja. Der Schwarz ist aktuell gerade da. Dieser Richter, der geht mir auf den Sack, Alter. Warum? Was hat er gemacht? Ah, der ruft schon wieder an, ne? Wer ist denn im Dienst? Ne? Sag ich so, ja, ne, warum denn? Ja, das ist nichts für ihre Ohren und so. Ich sag so, ja, aber wenn ich den Schwarz anfunke und frage, hier ist einer am Telefon, der mit ihnen reden will, der wird mich doch fragen, warum denn? Oder nicht? Ist doch logisch. Das ist richtig. Oh, ey, ich hasse solche Leute. Wir haben dann ohne Begründung auch noch, weißt du? Ja, ehrlich, ey. Moment. Ich muss nur kurz einen Kollegen anrufen, der sollte eigentlich hier sein. Was macht Hahn? Der ist kurz ausgetreten. Achso. Muss man noch schnell einen Flex-Post auf Live Invader? Ja, ich rufe meine Schweizer an. Mal flexen, bitte. So besser? So. Ja, nee, passt schon, alles gut. Ja, ich krieg keinen am Telefon. Können wir wieder hier runtergehen? Ja. Also, wir haben leider keine Stange für den Hahn gefunden. Da müsste man ins Stripclub gehen. Dass der Hahn seine 5 Dollar kriegt. Vielleicht schlägt er noch mal 10 drauf, dafür 15 oder sowas. Alter, das gibt's doch nicht heute. Komm mal. Oh, VIP. Oh, da muss er rein. Ja, VIP. Erstmal das Damenklo gucken. LSPD, hallo? Ist jemand da? Nein? Gut. Keine Drogen gefunden. Ja, rausgeht. Wer sein können. Ist ja eigentlich ruhig hier, ne? Ist ja gar nichts los. Das ist irgendwie für eine Party irgendwie. 70er, 80er, 90er soll hier sein. Haben wir die Herrschaften? Ja, bitte. Wo ist denn der Schweizer? Der ist im Krankenhaus. Ach so. Der hat gerade Herzschmerzen gehabt und jetzt, wo er fertig war, hat mein Kerl aus in die Tür den Kopf gehauen. Jetzt ist er wieder im Krankenhaus. Perfekt. Ja, der Schweizer ist so ein bisschen, naja. Toll. Falsche Zeit am falschen Ort. Das ist wie ein das Goofy. Sind die Schweizer. Ja, ist richtig. Nee. Ist jetzt die Frage, ob das warmweiß ist oder ob gelb ist, aber ich sag warmweiß. Ach, darf man keine anderen Farben haben oder was? Nee. Nur weiß und Xenon weiß, sowas. Ja, die Xenon habe ich ja genommen, weil. Xenon darf man. Oh, Telefon, Moment. Oh, nee, das. Also jetzt normal oder der ist schon wieder an, steht hier ans Telefon. Würdest du mal Wasser trinken? Ja, habe ich. Weil ich spreche mit dem Herrn. Kann ich auch verstehen, ja, der Schweizer. Sie möchte aber nicht ernsthaft so stehen bleiben, wie sie jetzt stehen, oder? Nee, ich stehe nur kurz. Ich wollte ein Glas Wasser trinken. So, weil sie in gegensätzlicher Fahrtrichtung stehen und das im roten Bordstein. Was zur MPU schickt den Kerl, oder? Das ist schon mit Vorsatz, im Gegensatz zur Fahrtrichtung und dann am roten Bordstein stehen. Ich kann also auf und das sagen, Fahrzeug nicht angemeldet, glaube ich. Nee, hat ein Kennzeichen gehabt, die 7. Deswegen ab morgen machen wir den Clip auch eher später auf.
Aber ich habe jetzt nicht überprüft. Ja, ist gut. Ja, dann lass mal schreiben. Ja, wollen wir mal Orangenfelder gucken? Ja, okay. Wir mal Orangenfelder prüfen. Dürfte einsteigen. 21 wäre der Code 1. Okay, mach mal das Navi an für mich. Was haben wir denn hier? Direkt hier in 1026? Mhm. Ja. Ja. Wissen Bescheid? Ich weiß Bescheid. Dürfen wir auch gerne Strafe ausstellen. Na gut, wenn Sie es freiwillig haben wollen, dann machen wir es doch. Jetzt steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Mach ich. Guten Abend. Guten Abend. Kommst du einmal auf den Bürgersteig, dann brauchen wir nicht auf der Straße stehen. Nicht, dass wir noch ungemäßigt wären. Die Scheinwerfer? Ja. Ich möchte mir aber trotzdem etwas vorstellen. Das haben wir die Nummer 29. Zu ihrer Linken ist das der Herr Hahn, der Kollege Hahn, die Nummer 49. Und der Kollege. Das ist die Dienstnummer 40. Kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich nicht. Aktuell nicht. Können Sie mir sagen, wer die Dienstnummer 20 ist? Ebenfalls nicht. Okay, worum geht's denn? Ach so, Freund des Dings. War nur neugierig. Haben Sie mal kurz einen Ausweis für mich? Ja, Sigi. Sie Miss Malau. Malu? Ja? Ja. Ihr Alani Malu. Haben Sie den bekommen? Nee. Machen Sie. Geh mal hier gleich dann. Jetzt aber. Ja, so, Mann. Nächstes Mal dürfen Sie mir nicht die Wahl lassen, es Ihnen zu überlassen, dass ich Ihnen eine Strafe ausstellen darf, ne? Ach so, aber ich weiß doch, Sie haben doch schon gefragt, ob ich weiß, um was es geht und dann. Ja, ist richtig, aber Sie haben dann gesagt, Sie dürfen mir gerne eine Strafe ausstellen. Also jetzt haben Sie sich selber reingeritten. Wieso? Sie müssen da auch Geld verdienen, hallo? Das ist richtig. Stellen Sie mal vor, Sie lassen da jeden durchgehen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ja, da haben Sie auch recht. Ordnung muss und sein. Ja, jemand, der hier groß rumdiskutiert, bin ich dann auch nicht, ne? Sei denn, ja, ich weiß nicht Bescheid oder so, aber alles berechtigt, von daher. Bitte. Wie kriegst du jetzt? Eine Rechnung, oder? Ja, ich muss gerade das Vergehen angucken, wie hoch das gehandelt wird bei uns. Ich glaube 900. Ja, Sie wissen sogar schon, den Tarif kennen Sie auch schon. Den Tarif kennen Sie auch schon, dann rechne ich dann die gleiche Rechnung aus, ja? Dann ist das dann für mich erledigt, ja. Sie dürfen gern sich nochmal informieren, aber es war sehr schön gleichzeitig. Ja. Echt schön, ne? Ich finde das Auto so schön mit denen. Danke. Ja. Es ist halt, ist alles, was ist, man kennt es ja, ne? Alles, was schön aussieht, muss nicht unbedingt erlaubt sein. Ne? Ja. Aber dann ist es für mich jetzt hier vom Tisch. Lass uns einfach zurückbauen. Wissen Sie, ob ich den Wagen dafür stehen lassen muss oder ob man den gleich wieder mitnehmen kann? Muss ja nichts trocknen und so, müsste direkt gehen, oder? Ne, das geht direkt. Das ist ja nur Scheinwerfer austauschen. Ja, genau. Das geht direkt. Sehr gut. Ansonsten, falls jetzt nochmal angehalten. Logischen Erachtens nach. Ja, ja. Nochmal angehalten werden sollten auf dem Weg zum ACLS, dann sagen Sie einfach, Officer Conti 240 hat sie bereits verwarnt mit einem Verwarngeld und dann sollten Sie noch ihre Wege ziehen dürfen. Alles klar. Wunderbar, dann wollen wir nicht weiter stören. Dann noch einen schönen Dank. Abend. Vielen Dank, wünschen wir auch. Gerne. Wünsche ich auch. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Jetzt hat. Oh. Das ist Herr Hahn. Was soll ich denn wieder schwarz erklären dieses Mal? Erst ich, denn Sie. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Ich glaube, wir sehen uns beim ACF. Stammkunde. Ja. Zum dritten Mal heute. Stammkunde. Richtig. Hey. Kommst du? Ja, wir haben gar nicht gefunden. 21 in der Runde. Wir haben gar nicht gefunden, dass wir eine 1026 machen. Hoppala. Was ist das dann?
Warum fragen denn heute alle so viele nach Herrn Husso, Alter? Weiß nicht. Hey, die Aufsichtsbeschwerde, ja. Ja, Herr Richter schon. Jo. Servus. Hm? Wer, was wurde gefunden? Punktcheck für die 37. Check. 37, wer ist das? Linus. Oh, ja. Der Bosse ist im Dienst. Ja, schwarz auch. Ja, aber der An Levis? Ah, ne, stimmt, der ist ja nicht mehr der Oberbosse. Der Oberboss ist schwarz. Nach Aiden. Ich brauch was zu essen. Ja. Aber ja, machen, ich brauche gleich, muss Wasser auffüllen gehen. Ja, da haben wir schon mal Geld verdient, Summer und Hahn, ne? Zack! Ups. Die waren vorher schon so. Dass sie die immer, dass sie die immer so nah an auf die Spur, auf die Straße stellen müssen. Mhm. Wo sind wir denn hier? Oh, ich hab die Band markiert. Das wollte ich schon sagen. In Sano Road oder was, wie heißt sie hier? Keine Ahnung. Nimm mal für den West Highway, das reicht ja. Ah. 21 Code 5 beim Stopp am West Highway. Ui! Kannst du kurz den nochmal machen? Du funkst die ganze Zeit. Was? Mach mal kurz den hier. Ja, perfekt. Guten Tag, die Dame. Ich möchte noch ein bisschen Wasser von Ihnen. Oh, ein Eis haben sie auch noch, das ist aber nett. Gib erstmal hier Wasser. Hallo. Wasser für. Wie viel kostet hier Wasser? $1! Ui, da schlagen wir gleich mal zu. Ja. Und ich hätte gerne noch ein Eis von Ihnen. Ja, weil sie auch so süß ist, ne? Kappi. Ja. Das Kappi-Eis. Eine Kappi-Sonne hätte ich gerne. 37, komm. Stelle hört. Dann ist so. Die 37 befindet sich Start 2 und 10 kommt. Ja. Ja, dann packen wir irgendwo zu. Ja, die 43 teilt sich ihn zu. Das können schon mal 22 in dem sitzen. Sind auch auf Weg zum 10-19. Habe ich gerade akustisch gar nicht verstanden, alles. Ja, habe ich so. Hat er CT gesagt? Ja, ne? Aha. Ich denke ja. Dann einmal. Ja, zum 10-19, bitte. Hahn, sag mal, was hast du alles gegessen, bitte? Guck mal, wie langsam wir sind. Was? Guck mal, was hast du alles gegessen? Guck mal, wie langsam wir sind. 190 ist Feierabend hier. Hä, waren 3 Donuts zu viel? Ah, verstehe. Ja. Legende. Da sollten wir mal, sollte ich mal Bescheid geben, dass mich so viele nach den Händen musst du schon fragen? Ja, ja, das würde ich persönlich mal face to face. Ja, sag ich mal den Herrn Levis mal Bescheid. Ja. Was ist mit Gupta passiert eigentlich? Ist er ausgetreten aus dem PD? Ja? Weiß ich nicht. Siehst du? Ich
Weiß ich auch nicht, habe auch noch nichts gehört von ihnen. Das letzte Mal war ich im Dienst. Also ja, ich Feierabend gemacht und da kam er gerade im Dienst. Okay. Komisch. Die 21 Uhr dann ankommt am 10.19. Ist es da Herr Lewis? Oder wer ist es da? Möglich? Ja, der Lewis. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hab eine kleine Sache, die ich anmerken möchte. Ich wurde heute sehr oft bzw. viermal schon gefragt von diversen Personen, von einem Herrn Richter oder von einer Frau Melou nach der Dienstnummer 20, wer das ist und ob er heute im Dienst überhaupt noch erscheint. Ich weiß nicht warum, das möchten mir die Herrschaften nicht nennen, aber ich weiß nicht, ob die denen irgendwas antun möchten. Deswegen wollte ich das mal Bescheid geben. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Danke auf jeden Fall für die Information. Ich weiß nicht, ihr habt doch bestimmt auch schon mal nachgefragt gehabt, hier weshalb, warum. Ja, muss ja irgendwie einen speziellen Grund haben, warum dann auf einmal vier oder fünf Leute dann speziell nach der Dienstnummer 20 fragen. Ja, also ich hatte den Herrn Richter hier vorne stehen vorhin, vor einer guten oder so, wegen seiner Akten und das hatte ich Herrn Schwarz erzählt, hat auch mit Redfield geredet. Er wollte Akteneinsicht haben. War mein Fehler, hätte rechtlichen Beistand benötigt. Er hatte ihn damit Akteneinsicht gewährt. Meinte, es sollte dann irgendwas in die Akte reinschreiben. Es ging wohl um. Moment, ich muss die Akte mal kurz aufmachen nebenbei. Kann ich dann besser erzählen. Ging um die Akte. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Das ging auf jeden Fall um die Akte unerlaubter Schusswaffen gebraucht, da ja die Akte so vollgepackt ist mit Straftaten, die wohl nicht denen entsprechen, die nicht wohl so dem entsprechen, was die eigentlich sein sollten. Da meinte ich so, wenn sie was da haben, dann müssen sie einmal zum DOJ dort mit hingehen und das mit denen klären, beziehungsweise ihr Ansprechpartner wäre dann in dem Fall Herr Carter, da er die Akte quasi verfasst hat, beziehungsweise der höchstrangige Officer zudem ist und er hat ja eigentlich seine Strafe schon abgesessen. Dann hieß es, ich sollte irgendwas in die Akte schreiben. Ich sagte so, ich schreibe hier erstmal gar nichts rein und ich leite das erstmal auch nur weiter. Also Herr Spaß weiß auf jeden Fall Bescheid, hat mich darüber informiert, dass Herr Richter ein bisschen unfreundlich gegenüber mir war. Also hat mich nicht ausreden lassen und. Und er ist auch einer von den drei, vier Personen, die nach der Dienstnummer 20 gefragt haben, ob die überhaupt im Dienst ist und wer das ist. Ich habe gesagt, Dienstnummer 20, weiß ich nicht, kommt nicht in Dienst, kenne ich auch nicht, kann ich Ihnen auch nicht sagen, weil ich gebe hier keine Informationen über unsere Kollegen raus. Nee, das ist richtig. Einfach. Ja. Ja. Herr Richter, hallo. Einen wunderschönen. Wie kann man Ihnen helfen? Ich fasse es kurz. Und zwar beantrage ich, dass meine Strafakte einmal bitte fallen gelassen wird, beziehungsweise gelöscht wird vom System. Das müsste uns das DOJ dann damit mitteilen. Das also Sie dürfen sich das gerne beantragen, das ist gar kein Problem, ja. Aber dass es jetzt in die Tat umgesetzt wird, auf dem jetzigen Standpunkt, das ist eher unwahrscheinlich. Das Problem ist, erstens, das DOJ ist nicht erreichbar und zweitens müsste ich sie so hart, wie das jetzt klingt, ohne dass ich das böse meine, auf ihre Pflicht hinweisen, dass sie gerade beziehungsweise mit der Schreibung der Akte eine Straftat begangen haben, ne? Also, ich höre jetzt tatsächlich das erste Mal von der Akte. Was für eine Akte denn? Es geht um die Akte von mit dem Vorfall, wo ich festgenommen wurde. Unerlaubter Schusswaffengebrauch. Richtig. Mhm. Oh, mein lieber Scholli, haben Sie aber was drauf. Ja, und jeder einzelne Paragraph, der dort draufsteht, ist falsch beschrieben, beziehungsweise es wurden die falschen Paragraphen rausgesucht. Dementsprechend würde ich gerne vom Strafgesetzbuch Paragraph 1 Gebrauch machen. Und zwar ein Moment, lese ich einmal vor, keine Strafe ohne Gesetz, Paragraph 1. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Dadurch, dass Sie, Sie können ja gerne mal einen Paragraphen vorlesen, zum Beispiel den ersten Strafgesetzbuch, Paragraph 3, Abschnitt 3 wurde mir vorgeworfen. Gehen wir mal in die 3, Abschnitt 3. Paragraph 3, Zeit der Tat, gibt es keinen Abschnitt 3 und ja, passt auch gar nicht dazu. Paragraph 9, ja. Abschnitt 1, als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vor... warten Sie mal, Sie haben gerade was vom Strafgesetzbuch gesagt. Ja. Ja, Paragraph 9 des Strafgesetzbuchs? Wurde mir von Ihrem Mitarbeiter gesagt, ja. Nein, Abschnitt 1. Nicht 1. Ja. Okay. Ja, dann dürfen Sie weitermachen. Dementsprechend Anstiftung passt auch nicht dazu. Dann wurde mir gesagt, Paragraph 24. Bildung einer terroristischen Vereinigung. Passt irgendwie auch nicht da rein. Und die Liste geht weiter und weiter. Deswegen... Sie dürfen sich gerne die Liste vollständig ausfüllen lassen, beziehungsweise das alles dann aufschreiben. und dann damit zum DOJ gehen. Und das DOJ kontaktiert uns dann. Also ja. So wie das jetzt hier irgendwas passieren sollte, hier wird nichts passieren. Ich wollte es bloß nochmal so anmerken, wie gesagt, also wurde denn jetzt meine Aussage von vorhin mit aufgenommen von dem Kollegen? Hat er eine Zusatzinformation dazu geschrieben? Die habe ich so weitergegeben. Weitergegeben, was heißt das? Die habe ich so weitergegeben an die hochrangigen Officer. Steht die in der Akte mit drin, worum ich sie gebeten hatte da? Also, negativ. Also was in der Akte steht und was nicht, das ist aber immer noch uns überlassen. Und wenn er dann eine Notiz geschrieben hat und die dann per SMS dann verfasst hat, das ist nämlich auch wieder eine andere Geschichte. Kommt genau dasselbe hinaus. Das Problem ist halt, dass mit der Schreibung der Akte genauso Aussagen mit aufgenommen werden und dementsprechend habe ich jetzt von meinem Recht Gebrauch gemacht, dass ich mich selbst verteidige. Und dadurch, dass ich mich selbst verteidige, muss diese Aussage mit aufgenommen werden. Es ist wie, wenn jetzt ein Anwalt eine Aussage tätigt über den Verlauf des, zum Beispiel einer Strafanzeige. Ja, ich frage Sie mal, also haben Sie jetzt in den letzten 2 Stunden irgendwie eine Anwaltslizenz abgelegt oder irgendwie sowas? Nee, oder ich habe mich mal ein bisschen rum? Durch meine Rechte durchgelesen. Achso, erst wenn Sie verhaftet worden sind, beziehungsweise diese Unterstellung gekriegt haben, dann lesen Sie sich die gesamten Gesetze. Lassen Sie mich doch mal bitte ausreden. Gerne. Ja, danke. Erst wenn Sie festgenommen werden, dann kommt es Ihnen im Sinn, durch die ganzen Gesetzesbücher durchzulesen, um dann eben halt welche... Paragraphen zu finden, beziehungsweise solche Lücken, die Sie denn davon zu Recht Gebrauch machen können, um dass wir die Akte dann sozusagen fallen lassen. Das ist es geht komisch. Darum, dass ich schon von bei dem Einsperren vor Ort gesagt habe, dass die Akte falsch angelegt wurde, beziehungsweise hatte ich erst am nächsten Tag, nachdem ich die Haftzeit schon abgesessen habe, die Möglichkeit, diese mir ansagen zu lassen, weil ihre Kollegen das vergessen haben, mir durchzugeben. Dementsprechend habe ich da nichts nachverfolgen können, deswegen wollte ich es mir jetzt nochmal detailliert aufschreiben lassen, weil ich, wie gesagt, schon dieses Gespräch mit dem DOJ hatte, damit ich nochmal alle Paragraphen vorlegen kann, in Form einer Aussage, dass die dann halt genau wissen, was mir vorgeworfen wird, was ist passiert und ja. Dementsprechend habe ich mir die nochmal durchgehen lassen, die ganze Strafakte, welche Paragraphen es sich da handelt. Und demnach bin ich dann halt durch das bürgerliche Gesetzbuch und die ganzen Strafgesetzbücher gegangen und habe dann halt so einiges gefunden, ne? Mhm. Ja. Gut. Wie gesagt, ich kann Sie nur dazu weiterleiten, zum DOJ zu gehen. Ja. Na, dass sie das dann alles mit denen besprechen. Und dann wird das dann dementsprechend auch seine Wege gehen. Ja, das ist okay. Ja. Ich wollte es bloß anmerken, ne? Nicht, dass es hieß, ich hätte es nicht versucht. Wenn es halt über CJ muss, dann muss halt. Das musstest du oder so. Herr Richter, Sie waren Polizist, Sie wissen ganz genau, dass das nicht so einfach funktioniert, wie Sie sich das gerade jetzt hier vorstellen. Ja, ich warte jetzt noch auf Sommer. Also, ihr könnt. Dann fahren wir uns das weiter. Was ja, genau. Ich gehe jetzt da vorne bei Fahrersitz. Bitte was?
Bei meiner Akte handelt es sich da um eine Fallakte oder eine Strafanzeige? Um eine Strafanzeige. Genau, und der Herr Kollege hatte mir gesagt, das ist eine Fallakte. 21 hat der Code. Das ist falsch. Das ist eine Strafe. 3? Ne, 1. 1. Aufschreiben. Ja. Ja, dann. Gucken wir mal. Alter, MD wollte ich fahren. Endlich weg von dem Geschwafel. Weißt du, was mit Gupta passiert ist? Keine Ahnung. Aber der scheint nicht mehr bei uns zu sein. Nee, hab das nur irgendwann im Kopf nicht gelesen. Dachte mir so, okay. Seltsam. Ja. Du hast seine Prüfung nicht bestanden, das kann auch sein, ey. Echt? Nee, das glaube ich nicht. Ich hab nur gesehen, er wurde wegen Falschparken verknackt. Ja. Ist nicht stehen Kopf da drinne. Mega witzig. Mega witzig. Hey! Hinterher? Ja, komm. Wer so die Kurve nimmt. 500 Dollar für Falschparken. Herrlich. 3. Der Busfahrer möge bitte mal rechts anhalten. Ist taub. Rechts ran anhalten. Was, 1026? Jo. So, bitte Motor aus und aussteigen. Ja. 21 MPD. Wir wissen, warum wir sie anhalten? Nee, gerade nicht. Denken Sie nochmal drüber nach, was Sie vor ungefähr 150 Metern gemacht haben. Die Leitstelle für die 20 kommt. Dem Mann möglicherweise die Vorfahrt genommen oder über eine rote Ampel gefahren? Vielleicht haben Sie auch uns gerade fast gerammt mit Ihrem Bus. Ich würde gerne mal Ihren Führerschein sehen und Ihren Ausweis. Ja. Schau mal im Ausweis einfach an. Moment. Ja. Der Sano. Tragen Sie sich mal bitte in die 22 SM ein. Bleiben Sie aber nochmal aktuell bitte im 10-19. Wir holen Sie gleich. Ja, also das so mit 10, dem 4. Führerschein. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Herr Sano. Das ist nicht gut für Sie. Und ohne Personenbeförderungsschein auch noch. Möglicherweise. Nein, das ist so. Ich sehe Ihre Akte. Ja. Das ist nicht gut für Sie. Das denke ich auch. Ja. Kein Personenbeförderungsschein, Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja. Hahn, kannst du mal notieren? Ja. Geschwindigkeit erstmal weg. Einmal der Paragraph 7. Den Paragraph 8 lasse ich mal weg. Das war jetzt noch nicht so heftig. Paragraph einmal 7. Den Namen nochmal. Der Herr Sano. Doppel A. Hast du? Dann haben wir noch Paragraph 19, fehlender Personenbeförderungsschein. Das reicht schon. Das wird ein Bußgeld nach sich ziehen für Sie. Ja, das dachte ich mir schon. Mhm. In welcher Höhe wird das denn so circa? Also jetzt sein? Stand jetzt sind wir so bei 2.900 Dollar. Alles klar. Ja. Und dann sage ich Ihnen hiermit auch gleichzeitig die Weiterfahrt. Ja. Bis Sie sich um einen Personenbeförderungsschein und um eine Fahrerlaubnis bemüht haben. Alles klar. Das werde ich dann wohl noch tun müssen. Das werden Sie auf jeden Fall tun müssen. Ja. Da hätte ich noch eine Frage zum Führerschein. Muss man da vorher noch etwas erledigen? Oder ist es einfach so möglich? Nein, Sie benötigen auf jeden Fall noch einen Ersthilfekurs. Den kriegen Sie beim Medic.
Ah, okay. Kann ich mir den direkt... Kann ich das direkt machen oder gibt's da vorgesehene Termine? Da müssten sie sich mal über ihr Tablet schlau machen. Ah, okay. Ja. Okay. So. Sehr gut. Hahn, schickst du das Dispatch raus? Das ist die Post. Was du für den Bus? Ja. Jo. Ja. Gerne. Also, sie gehen jetzt ab sofort zu Fuß weiter. Ja. Fußbus fährt halt auch immer. Mhm. Und prüfen sie ihr Tablet einmal wegen Ersthilfekurs, den brauchen sie auf jeden Fall immer. Alles klar. Und den Rest lasse ich jetzt mal außen vor. Alles klar, danke schön. Sinne. Schönen Abend noch. Dispatch ist gleichfalls. Ja. Dann warten wir kurz auf Dispatch, oder? Das ist der Hahn, hat sich echt gelohnt, ey. Also die Kurve fährt, der hat keinen Führerschein. Wie bitte? Ich sagte schon, wer so die Kurve fährt, der hat keinen Führerschein. Achso, hat schon direkt gelohnt, ey. Da haben wir richtig Geld gemacht, sag mal. Das müssen wir noch warten, bis sie das Ding hier abschleppen. Das Patch ist raus, hast du gesagt, ne? Hallo? Ja? Ja? Ich hab dir gerade eine Frage gestellt. Hast du nicht gehört? Achso, ich hab dir doch geantwortet, oder? Echt? Ich hab nichts gehört. Ich hab dir nur die Frage gestellt, ob du Dispatch geschickt hast. Nee, alles gut. Ja, hab ich. Achso, ja. Ich schreib dann die Akte. Ja, es ist ja, das waren die zwei Sachen. Also, alles gut. Für den Herrn Sahne. Dann warten wir kurz, bis er da ist. Auch schön, er hat nicht mehr nach meinem Dienstzimmer gefragt. Perfekt, macht er gut. Ja. Sehr gut. Die Akte schreiben. Mal trotzdem, ne? Ist eigentlich jemand da, ja, ne? Wie meinst du? Ist jetzt vom Depot jemand da? Ich hoffe. Die 20 für die Leitstelle kommen. Ich glaube schon, einer müsste da sein. 20 wird. Also sie können einmal draußen zum Parkplatz kommen, zum Auto. 14-4. Die 22 in dem Code ein. Hmm.
Also, wir haben einmal nur Paragraph 7 und einmal Paragraph 19. Ja, 2900 müssten es in Summe gewesen sein. 1,4 und 1,5. Ja, genau, 2,9. Das habe ich aber auch in Rechnung gestellt, also von daher. Perfekt. Gut, dann ist die Akte geschrieben. Okay. Aber das ist ja auch eigentlich schon beendet, ne? Ja. Und geschlossen. Ja, unerlaubter Schusswaffen. Ja, ja, war eigentlich nur aufs Dieb aus wegen Busfahrer. Hat einen verknackt, weil er ohne Führerschein, ohne Personenbeförderung rumgefahren ist. Ja, was soll daran jetzt verkehrt sein? Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahren ohne Personenbeförderungsschein? Ach nee, er meint nicht euch. Entschuldigung. Ach so, alles gut. Sag gerade so aus. Wo ist denn da der Busfahrer? Der ist, den haben wir wieder ziehen lassen. Er hat aber seine Strafe schon bezahlt, sein Ordnungsgeld. Zu Fuß. Ihr wartet auf den Diebhaus? Ja. Achso, ich dachte, jetzt hat er irgendwie, keine Ahnung, ist er abgehauen oder so. Nein, nein, das nur zu markieren hier, dass wir hier, ne, dass man sieht, dass hier noch, dass wir hier warten. Ja, nee, alles gut. Alles klar. Ja. Ich das kann auch sonst auch mal beim Depot anrufen. Ja, probier mal, vielleicht sind es dann eher da. Kein Anschluss. Oh nee. Ich hab reingeschrieben, dass es Bus ist und das LSPD ist, also ja, können wir Kennzeichen jetzt schreiben können, ja, wir fahren weiter. Wir haben noch mehr zu tun. Jetzt ja, auf die Fenster mal einzuschlagen. Sei froh, dass mein Fenster noch ganz ist, ey. Ja? Hätten die das gesehen jetzt? Jedes Mal. Ey, aber fahren wir mal zum MD kurz, ich will mich mal checken lassen. Mhm. Das Check-up. Und das wieder Code 1. 21, ja, der Code 1. Ich muss schon mal safe. Weißt du eigentlich, ob das MD jetzt noch häufiger angegriffen worden ist? Keine Ahnung. Weil es war ja letzte Woche anscheinend ziemlich so brenzlig gewesen, oder die Woche war das sogar. Ich weiß nur, dass da vorhin einer war, der halt Faxen gemacht hat. Okay. Also jetzt nicht angegriffen, aber halt genervt. So hinten mit dem Motorrad umkreisen. Von wegen, ja, jetzt sitzt ja nur rum und arbeitet nicht. Aber ist dann direkt weitergefahren. Servus. Jo, kommt alle zur Party in Bahama Mamas. Okay. Geil. Sollen wir Sonderstreife fahren? Sollen wir Sonderstreife fahren? Für? Bahama Mamas. Können wir machen. Achso, wegen der Werbung? Ja. Wird gemacht, Schäfer. Brauchst du ein Navi? Oder? Ich fahr den Bus mal hinterher, weil ich glaube, das ist das sind hier die Anteasern, weißt du? Ja, die fahren gerade. Weiß ich gerade gar nicht. Nicht Richtung Bahama. Will einfach mal hinterher fahren, mal gucken, was passiert. Jo. Fahr ruhig so, na, dass wir die Musik hören. Aber ich red mal ein bisschen leiser. Los, warum halten Sie an? Moin, alles fit? Ja, ja, fahren Sie einfach weiter. Wir halten Sie nicht an, wir haben kein blaues Licht an. Entschuldigung, hören Sie mich jetzt? Ja, ja. Ja. Achso, nee, wir dachten nur, Sie verfolgen uns, weil wir irgendwas falsch gemacht haben oder so. Nö. Nö. Nur ein bisschen die Musik genossen? Wir haben die gleiche Richtung wie Sie. Wir auch. Alles gut. Ja, wir machen nur ein bisschen Werbung, also. Dann? Jo, alles gut.
Okay. Ich muss mal kurz ins Telefon. Das ist richtig. Respekt vom Gesetz. Jo. So muss das sein. Jo. Und er bleibt da. Jetzt wollte ich ihn gerade rufen. Er bleibt fürs Telefonieren stehen. Hervorragend. Keine Punkte. Was soll's sein? Ich freue mich schon auf den Tag, wenn wir endlich mobile Blitzer bekommen. Ja, und messen. Es wird so schön. Weil es wäre der reine Kadettendienst, weißt du, dann kannst du die ganzen Kadetten abstellen dafür für den Streifendienst zu Fuß, ja. Ihr macht jetzt hier Verkehrsraumüberwachung. Ja. Aber ich hoffe mal, dass die Zulassungsstelle ihre Kennzeichen noch anpasst, ne? Warum? Kennzeichenverordnung. Naja, viele haben immer ein Leerzeichen drin, aber im Endeffekt sind sie immer Bindestriche. Ja. Ja, das sind jetzt da das Bindestrich da reinhämmern und nicht Leerzeichen. Ja. Ja, das macht sie dann bei der Kennzeichenüberprüfung oder auch Zulassungsüberprüfung viel einfacher. Das ist richtig. Und los. Der Office, aber Ihnen ist ein Licht kaputt. Was? Bei Ihnen ist ein Licht kaputt, vorne rechts. Ja, leuchtet ja gar nicht, ne? Ja, jetzt gerade nicht, richtig. Ach, sind jetzt die Tänzer oder was? Die Dame wartet auf Sie drinne. Man findet schon mal da. Es ist ja, wir haben nur ihre Promoter gesehen, wie sie hier gerade durch die Stadt geheizt sind. Abend, Herrschaften. Abend. Da fühlt sich doch langsam. Geht doch langsam los hier, ihr Event. Das ist doch schön. Ja. Ja, extra für unseren Chef hier. Gell. Ist Officer Chris Sommer nicht dabei? Der ist im Dienst, aber fleißig, ja. Der muss jetzt Sonderschichten schieben. Ach so, ja, weil der wollte auch vorbeischauen, meinte der. Ja, aber wir haben jetzt gerade die Gunst genutzt, weil jetzt die Dienstaufsicht nicht dabei ist, dass wir mal gucken können. Komm, untersuchen. Ja, das ist sehr laut. Ist das sehr laut? Wird jetzt kontrolliert werden, ja. Können wir euch was anbieten? Snacks oder so? Nee. Ich will dem was Gutes tun. Nee. Okay. Wir kommen später, glaube ich, nochmal wieder. Alles klar. Also, viel Spaß noch. Komm, Hahn, wir gehen. Hör auf zu tanzen. Oh. Tschüssi. Wollen wir mal Grove Street gucken, was da los ist? Boah, können wir machen. Wollt sagen, ne? Auf jeden Fall füllt sich langsam. Ja, ich geh schon, ich geh schon. Mann, bist du ungeduldig. Dieses Mal kein Fenster. Ja, der Mann hat recht. Ich glaube, wir fahren erstmal zum ACLS. Muss ich aber trotzdem mal mit Navi fahren. Ja, bin mal gespannt, ey. Wenn wir noch 2 Stunden warten, dann geht's dann schon die Hölle ab, ey. Also, ich kann nur mit Navi fahren. Ich bin froh, dass, wenn ich's vom Freeway zum PD schaffe. Also, mittlerweile komme ich ganz gut so auch ohne zurecht. Aber die besten Wege findest du halt immer nur mit dem Navi. Mhm. Bei meiner Prüfungsfahrt, die ich hatte, habe ich die Megamall nicht gleich gefunden und da war ich zwei Blocks zu weit. Das Navi ist falsch. Also das schickt dich jetzt auf die Brücke da drüber. Das ist ein bisschen blöd beim ACLS. Ja, dann musst du aber auf die Straße drauf, ein bisschen dann muss das. Ja, genau. Das reicht ja. Ja. Büffelpark ist auch nichts mehr los, ne? Ja, zum Glück. Affas ist auch nicht mehr? Keine Würfelpark-Gangster. Ja, keine Affa ist auch nicht mehr da. Nichts mehr. Echt? Ja, Affas habe ich schon lange keine mehr gesehen. Okay.
Was geht so beim Kiez? Weiß ich auch gar nicht. Mich auch nicht. Aber das Chip-Top können wir auch mal angucken dann. Naja, das ist, ja, Dienst ist Dienst, ne? Ja, ja, klar. Muss halt sich alles angucken, jedes Milieu muss man kennenlernen. Was? Wir verhalten noch gar nicht. Hä? Wir halten noch gar nicht. Ja, Code 1. So, ja. Ne. Ach, was Funken angeht, bin ich sehr, sehr vergesslich. Ja, ja gut, das macht ja nichts. Ich bin mal gespannt, wer der nächste Kurs ist. Aktenkunde brauche ich noch und dann ihre ganzen Rechtsdinger. Ja, ich auch. Ich brauche auch noch Waffenausbildung da. Die habe ich zum Glück geschafft. Ey, man kann die verkacken. Geschafft. Ja, man kann die verkacken. Geht es? Eigentlich nicht, nee. Gut. Erzähl, das ist gar nicht da, oder? Scheinbar nicht. Fahr mal ein bisschen zurück. Doch, da steht jemand drin, ich geh mal noch rein. 21 Jahre im Kunden ACLS. Ja, dann warte ich hier. Der ist gerade allein und hat einen Kunden. Okay. Wahrscheinlich hat er sich darum eingesperrt, dass nicht zu viele kommen. Aber wir sind PD, oder? Ja. Weil dann später nochmal. Dann, ja, fahren wir hin. Ja. Wollen wir ein bisschen in den Norden, oder? Können wir auch machen. Wenn ich das so weiterfahren lasse. 21 Jahre der Code 1 und 21 Jahre der Verdeckungsschreibegebiet in Richtung Norden. So. Hier war ja nichts los. Ja. Okay, fahren wir über das Casino. Eine zu früh. Eine zu früh. Ja. Also die Ausfahrt mit dem Highway zu verwechseln, ist aber auch eine Kunst. Ja, ich schaue den stylischen Weg, weißt du? Wir haben Taxi. Oh, guck mal, was bei der Taxistation los ist hier. Hm. Hier ist ein Gebrauchtwagenhändler. Hier einmal rechts. Da. Zwei Whisky, 1 zu 8 Yankee. Was zugelassen ist. Ist er da hin oder was? Ha? Nee, ich wollte nur sagen, hier rechts, vorne rechts bei der Einfahrt. Hier meinst du? Ja, eins weiter. Hier. Ah, okay, hallo. Und der Wagen, den ich wollte, ist weg. Aber nächstes Geld geht für den Flugschein drauf, ey. Für den Overwatch dann. Okay. Ja, brauchst du aber Heli-Schein. Ja, macht ja nichts. Ich glaube, der ist ein bisschen billiger. Ja gut, ich habe mittlerweile habe ich genug Dienst geschoben, dass es machen könnte. Okay. Ja, ich will mir als nächstes ein neues Auto kaufen. Ja gut, ich fahre Motorrad. Ich bin ja Motorradfahrer, absolut. Ja, ich fahr die ganze Zeit mit meinem Izzy rum. Das kann dann auch mal aufhören. Viele fahren ja auch mit dem, das Ding hier, dieser komische Familienband da. Achso. Delaware Speedo. Oder wie es heißt. Nennt sie den Speedo? Nee, den Bus meine ich nicht. Ah, so ein komisches, altes Reisekombi-Ding. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, dieses riesen Cadillac-Ding. Mit den Reisekoffern. Ja, genau, das Ding meine ich. Mit dem Gedachtgepäckträger. Oh Gott, hör mir auf. Dieses andere Ding. Ein Haus habe ich jetzt auch schon mittlerweile.
Ein Haus? Ja, Haus ist übertrieben, Wohnwagen. So, ja, ich wohne zur Miete. So, im Apartment. Ich wohne... Aber ich würde mir wünschen, wenn sie das Parkhaus mal vermieten würden. Hier, also in Sandy Shores. Okay. Wenn wir mal da vorbeifahren, Sandy Shores haben wir auch noch nicht. Jo. Also ist halt ein Wohnwagen direkt am See. Das Haus am See. Ja. Und ich habe da halt mit absoluter Ruhe gefühlt keiner wohnt in Sandy Shores. Na gut, da muss man auch wohnen wollen, ne? Ja, also ich find's schön. Das ist wie wenn du in Europa auf dem Dorf wohnen willst, dann musst du es einfach wollen. Ja, abgeschnitten von der Welt. Ja, richtig. Alles finde ich ganz gut, so mal zum Ausgleich zum PD, Alter. Ja, das stimmt. Bisschen Entspannung. Ja, genau. So soll es sein. Zwar ein bisschen ruppig die Gegend, aber egal. Was? Auf der Karte erkenne ich das immer so schlecht. Nee, war in die andere Richtung. Scheiße. Viele Wohnwegen, ne? Mhm. Ah, wir können aber mal über Graveseed hinten rumfahren jetzt, also einmal jetzt rechts um den See herum. Mhm. Servus. Ja, warum nicht? War das fit bei dir? Hier links jetzt. Das hier ist das große? Ja, mit dem Schuppen, der gehört auch noch dazu. Das hier? Achso, nee, gerade hinter uns jetzt. Ah, okay. Schuppen. Ja, für 80.000 wollte ich wenigstens so einen kleinen Schuppen, dass ich mein Auto unterstellen kann. Ah, ja gut, warum nicht, ne? Ja. Und ich meine, für 80.000 direkt am See. Das ist schon Deluxe, muss man sagen. Mhm. Ah, man, ich glaube, das Hotelzimmer war nobler. Ja, es ist ein bisschen ordentlich eingerichtet, aber halt nicht am See, ne? Ja, richtig. Ah, der Ausblick aus dem 7. Stock war auch schön. Orangenplantage können wir als nächstes mal fahren, da war ja anscheinend immer ein bisschen Hochdruck. Mhm. Habe ich mir auch schon überlegt hinzuziehen. Da kostet ein Wohnwagen nur 43.000. Ah, das könnte so eine Biker-Gang irgendwann mal besetzen. Ja, so Lost-Gebiet, ja. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ja, das kann sein. Ich will nach Weinwood ziehen, aber die Dinger sind so teuer. Boah Gott, 1,5 Millionen oder was? Ja, da fährst du ein paar Streifen als Beamter. Mhm. Ein bisschen unterwegs hier. Ich meine mit unseren 2500 Dollar. Ja, yeah, da fährst du halt ordentlich ein paar Streifen, ja? Ja. Du bist doch ein bisschen unterwegs, ey. Ja. Ah, besser wie auf dem Feld stehen. Stimmt. Also, das ich stand viermal auf dem Feld und nach 10 Minuten bin ich gegangen, weil ich es nur ausgehalten habe. Vor allem ist halt, das tut halt irgendwann im Kreuzweh, ne? Wenn du überlegst, du stehst die ganze Zeit rum, bückst dich und bückst dich und bückst dich. Und die Gestalten, die da alles waren, schön. Ja. Und mittlerweile weiß ich noch nicht mal, was ich überhaupt am besten ernten würde. Ich habe einfach nur Kürbisse geerntet zu Beginn, wo ich noch nicht beim PD war. Da habe ich immer Kürbissuppe verkauft. Das fand ich eigentlich voll angenehm. Und dann habe ich eine Zeit lang auch als Pilot gearbeitet, das war auch nicht schlecht. Ohne Future. Ja, damals wusste ich nicht, dass man einen brauchte. Ja, kenne ich. Dann habe ich hier, bin ich schon Stufe 3 Captain vom LSPD schwarz angestellt gewesen. Ne? Ja. Und dann habe ich meinen Laufbahn beim
mit ihm begonnen und dann habe ich herausgefunden, dass es halt auch da eine Fluglizenz gibt. Meine alte war ja nicht mehr gültig, von das von Europa. Okay. Ja, kriegen wir relativ vielleicht. Nur, dass ich keine Frage habe. 22 wird im Code rein. Ich glaube, hier ist das Marihuana-Feld, ne? Hm? Hier ist das Marihuana-Feld, das Weed-Feld ist es so. Was so Felder angeht, wo Drogen drauf wachsen, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, wir haben schon mal eine Streife gemacht hier. Okay. Steht da jemand? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht, ob wir hier schlechtig sind. Halt, die waren nicht schlecht. Vor, wir sind vorhin. Ich bin gerade vorbeigefahren, müssen wir. Echt? So. Wir sind, also ich hatte vorhin beim Krötenfeld jemand, der hat falsch geparkt. Also halt mitten im Naturschutz. 22 ihr dem am Ankunft am 10.19. Und der Alarm. Stille Alarm. Okay. 21 LM fährt aktuell in 37 Jahren. So 3 oder 3S? 3S. Ja. 22 LM schließt sich an. Ey, das ist mal den schlechtesten Weg, ne? Ja, natürlich. Da vorne kommt Asphalt. Gib Gas. Ja. So, nur 3 Kilometer. Sehr gut. Ein stiller Alarm hatte ich aber auch lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich meine, was ja an sich mal gut ist. Machst du die Sirene aus? Ja. Oh. Ja, können wir danach anfahren? Der ist mitten in der Stadt. Ja, das schaffen wir nicht. Ja. Da. Also da. Da. Aha. Kann man einen Six-Pose durchgeben? Ja. Die 22 Adam fährt den anderen Dispatch an. LSPD, kommen Sie raus oder wir kommen rein. 3, 2, 1. Hallo? Verkaufsraum clear. Ja, Kassenraum clear, Tresorraum clear. Okay, Sie haben nichts gesehen? Hier ein Taubstummer hier im Laden. Mist. Gucken wir nochmal hier ums Gebäude rum, oder? Ja. Bist du über den Zaun? Ah ja, aber ich dachte schon. Ich dachte schon gerade. Okay. Ich glaube, hier ist keiner. Das ist ja mal geil. Ich glaube, hier ist keiner. Minifon warten. Ja gut, kann man mal machen, ne? Jo. Also ist das... Der Shop ist jetzt wieder... Den kannst du löschen. Also, gut. Den haben wir ja nicht mehr. Mhm. Dann, ja, fahren wir weiter.
21 hier, der Rekord oder ein. Wollen wir zu den anderen fahren? Ja, können wir. Na, wobei, wir können auch. Wir fahren nochmal über Laterne, Leuchtturm. Ja, würde ich sagen. Ist vielleicht sinnvoller, als jetzt da noch anzufahren, und bis wir da sind, hat sich die Sache eh wieder geklärt. Ja, wahrscheinlich. Oh, was haben wir da? Ein Roller? Hm? Oh. Hinter uns. Oh, ja. Ganz in der Ferne. Ah, ne, ich habe ihn gesehen, der ist uns entgegengekommen gerade. Achso. Oder Motorrad, ich weiß es nicht. Ja, hier auf der Spur halt. Achso. Gegen. Okay. Aber da vorne fährt er. Die 29 für die 48, bitte kommen. Bis 9. Ja. Wie? Da links ist er. Ich bin 43. Ja. Der fährt entgegen in Fahrtrichtung. LSPD stehen bleiben. Servus. Machen Sie Motor aus, steigen Sie vom Motorrad ab. Funkst du durch? Moment. Was ist denn hier gerade das Problem? 21 Erde mit einer 1026 östlich des Orangenfelds. Warum fahren Sie denn entgegengesetzt von der allgemeinen Fahrtrichtung? Ja, ich habe ihn einmal mit meinem Cross fahren lassen. Der Junge ist. Ja, ein bisschen Probefahrt. Kann ich mal Ihren Führerschein sehen, bitte? Ja, gut. Was denn kommt? Ich wollte ihn nur einmal damit fahren lassen, bitte. Die 29 ist bei euch in der Streife. Habe ich Sie nicht vorhin schon mal gesehen? Kann das sein? Sind Sie nicht vorhin mit dem Bus unterwegs gewesen? Herr Saarmann? Möglicherweise, ja. Haben Sie schon wieder erwischt? Machen Sie eine Ausnahme, ich wollte ihn einmal damit fahren lassen. Wenn ich jetzt noch einmal erwische, ja, dass Sie hier unberechtigterweise ein Fahrzeug führen, ja? Ja. Dann gibt's hier richtig Ärger. Nicht mehr vorkommen. Sie? Jetzt will ich Ihren Führerschein sehen. Ja, meinen können Sie sehen, gerne. Obwohl. Ja doch. Das ist auch nicht mein Moppel. Mein Ausweis wollen Sie sehen, richtig? Ja, richtig. Ich will Ihren Führerschein, beziehungsweise das ist mein Ausweis. Herr Müller. Einmal. Ja, oh. Haben Sie ihn bekommen? Ich hab's gesehen, danke. Ja. Ach, Mann. Gleiche, Wahnsinn, Führerschein, der kostet $4,600. Ja, Mario auf jeden Fall. Oder 11.000 für beide. 10,4. Wie meinen Sie das? Ja, Motorrad, also halt Motorrad. Achso, ah, okay, ja. Yeah. Müller. Ja. Rainer. Der echte. So, Herr Müller, Sie sind auch Patient, ja? Waren Sie einen Führerschein? Ich hab doch einen Führerschein. Sie haben keinen Führerschein. Doch. Und in Ihrer Akte steht nicht, dass Sie ein Fahrerlaubnis haben. Für Motorrad so wie auch für Auto. Wie heißt der? Rainer Müller. Sag ich mir bitte noch meinen Ausweis wegen der Nummer. Bitte schön. Ja, richtig, genau, nochmal. Ja. 556. Motorradführerschein sowie PKW-Führerschein vorhanden. Musst du halt im Tablet nachschauen. Da ist es aktueller. Okay, alles klar. Gut, dann dann entschuldige ich mich dafür. Alles gemacht gerade. Nein, du wohnst auf dem Weg. Ja, alles okay. Ja. Alles klar, ja, komm nicht mehr vor. Ich bin nur noch Beifahrer. Ja, ja, ja. Ich hoffe, dass Sie erstmal Beifahrer bleiben, ja? Ja. In diesem Sinne. Kommen Sie hier nochmal vor. Okay, ich hab's hier verwechselt, Sie werden mit AI geschrieben. Ja, genau. Ja, okay. Gut. Wir wissen. Also. Fahren Sie auf die richtige Seite bitte, und wenn Sie hier so Cross-Dinger machen, machen Sie bitte auch im Gelände. Ja, da ist ja kein. Klar, ja. Da gilt ja die Straßenverkehrsordnung nicht, so viel dazu. Alles klar, perfekt. Was? Ne? Mhm. Also in diesem Sinne, gute Fahrt noch. Jo. Schön, auf Wiedersehen. Bis. Rainer mit AI, ganz wichtig. Ja. Ja, Meier mit EY auch, ja. Hä? Jetzt hat. Ne, jetzt. Ich. Nicht durchrutschen. Ich hab's irgendwie, immer wenn ich ein Auto sehe, muss ich es aufschließen. Das ist ja schon was kleptomanisch veranlagt. Ja.
Code 1. 21 RLM Code 1 auf dem Weg zum 1019. Ja, es ist halt so, ne? Wenn die das, wenn der den da im Gelände rumhacken lässt, ja, wo keine Straßenverkehrsordnung gilt, dann haben wir auch kein To-Do, aber. Na, ich glaube, da gilt sogar auch die Straßenverkehrsordnung. Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass im Gelände halt das. Ich glaube, das ist nur nicht. Es gibt ja auch Fahren abseits der Straße als Bestrafung sozusagen. Als Straftat. Das würde ich beim Bürgersteig nachvollziehen oder ähnliches. Oh, da fragen kann ich immer nachfragen. Aber es ist jetzt nur verwarnt worden. Ne? Bezahlt hat er schon. Wenn du überlegst, guck mal, hätte er 500 Euro draufgelegt, hätte er seinen Führerschein machen können. Ja, richtig. Schreibst du die Akte oder? Wir Unterstützung brauchen? Ja, können wir. Ja, wir haben nur verwarnt. Braucht ihr Unterstützung? Brauchen Sie Unterstützung? Aber das ist gerade eben das passiert. Brauchen Sie Unterstützung, die Herren? Nee, hier lag gerade bloß ein Bewusstloser und. Achso, okay. Ist schon alles versorgt, ja? Keine Ahnung. Alles klar. Brauchen Sie nochmal eine Reparatur? Nein. Das war eigentlich der Plan, aber Schnellalarm. Okay, alles klar. Gut, Ben, schön, die ist noch. 23, gerne für die Leitstelle kommen. Ja, kein Problem. 23, Adam Hirt. Ja, die 29 verschwindet. Entschuldigung, wir vergessen den letzten. Zum 10.19. 22, gerne für die Leitstelle. Kadettaufnahme. 22, Adam Hirt, komm. Ja, ich 29 schwindet aus ihrer Schleife, gehe rüber mit in die 24 Adam, damit sie Bescheid wissen. Ja, hab ich mit. Kannst du mal beim Arcelis versuchen anzurufen? 10.30 an. Beim Arcelis? Ja, wegen gleich Scheinwerfer reparieren. Achso. Und die Scheiben, die komischerweise immer wieder rausfallen. Keiner versteht. Ich hab da die Nummer noch nicht. Hast du die Nummer vom ACLS? Nee, vom ACLS gar nicht. Scheiße. Ich kenne auch keinen, der dort arbeitet. Perfekt. Nur vom Taxidienst kenne ich jemanden. Ja, vielleicht ist er ja dann gleich frei, nehmen wir den Kadetten auf und dann gucken wir mal. Gut. Können wir aber so machen. Jo. Ja, na, haben wir schon ein bisschen Geld verdient hier heute für den Start, ne? Ja, eine noch. So muss das. Eine noch weiter. Ja. Downtown. Leitstelle für die 23, Adam, kommen. Die Leitstelle höre ich. Ich höre dich, ja. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Sitzt er neben mir. Aber ich muss mal kurz was trinken, gleich wenn wir um 10.19 sind. Ja. Hast du was? Ja, ich hab. Wir waren ja gerade einkaufen. Ich habe noch ein Eis gekauft für ihn. Stimmt ja. So, jetzt kannst du wieder einen raushauen. Lassen wir den Kadetten fahren oder? Kadetten? Nee. Der darf zugucken, der soll lernen. Kannst du durchfunken? Die 20 für die 27. 21 ist ja dann cool. 5 am 19. 20 hört. Noch nicht ganz. Die Akte ist fertig. Wie? Ich hol mal. Ja, holst du ihn ab? Oh, Moment. Nein, wir warten noch auf der Schwarz. Hier bin ich. Ja. Um Jottes Willen, ob das eine gute Idee ist, ne? Gehen Sie ruhig vor. Durch Beißerung? Okay. Ja. Die dürfen auch nie bei mir Platz nehmen. Ja. Wie ist denn Ihr Name? Peter Sidi. Peter. Ah, Sie? Ah, mit Herrn Redfield waren Sie doch gerade in Kontakt hier. Genau, vorhin. Genau. Ja, dann Glückwunsch zum Kadettentum. Ja, vielen Dank. Das war's ja von mir auch. Dankeschön. An beide. Guten Abend und auf eine erfolgreiche Schicht. Ja, erfolgreich, nicht das Error. Also, ne? Gut eins.
Die 21 in dem Code 1. 21 in dem Code 1. So, versuchen wir es nochmal beim ACLS. Mhm. Darf ich fragen? Ja. Mit dem Funk, also da bin ich noch wirklich sehr, sehr unsicher. Muss ich jetzt Kadett 33 Status 2 sagen, wenn ich jetzt im Dienst bin mit euch? Ja, genau. Du machst erst. Sag's richtig. Du machst einen Funkcheck. Mhm. Also Funkcheck. 33 Funkcheck. So. Ja. Und dann bist du gecheckt und dann machst du Kadett 33 Status 2. Richtig, und dann war das eigentlich vom C19, bis du gegen eine Streife zugeteilt wirst. 24 Erde im Code für. Aber ich bin ja euch jetzt schon zugeteilt hier, ne? Beim RVO. Ja, bist du. Also muss ich das dann jetzt noch machen, oder? Nö. Mir wurde schon zugeteilt von der Leitstelle. Okay, super. Hallo, der Herr. Guten Abend. Wir arbeiten Abend. Jetzt nicht zufällig, oder? Doch, ja. Dann. Wir hatten so eine kleine Malöre hier noch mehrfach am Auto, die müssten wir mal beheben. Oh ja, fährt ruhig rein. Ja. 21 ist eine Code für Pharma-CLS. 24 ist eine Code 1. Oh, 4 Streifen. So, einmal auschecken. Ja, einmal bitte die komplette Kur, bitte. Jo, werde ich machen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz meinen Chef anrufen. Ja, ich gehe okay. Mal kurz in die Ecke und trinke was. Jo. Nur mal kurz ein paar für mich, ja?
24 Edemco, Ankunft am 10.19. Nennt man ersten Code, also 33 Funkcheck oder? Oder? So. Kann ja auch sein, dass das egal ist. Ja, gut. Kannst weitergehen. Hat er schon repariert alles? Ja. Jo. Ah, so, also, hat die Rechnung bezahlt? Ging aufs Haus. Aufgeschrieben. Wie okay. Immer. Die Rechnung für den September, die machen immer Massenrechnungen, belief sich über $20.000. Ja. Gar nicht wissen, was. Vor allem, ich habe das Fahrzeug also übernommen, ne? Also ich habe jetzt keine richtige Fahrzeugübergabe gemacht. Ja. Tschüss. Ja. Tschüssi. 21 hier im Code 1. So, dann, wo gehen wir hin? Gehen wir nochmal die spezielle Bar nochmal erkunden? Auf jeden Fall. Machst du mal die, hier... Schrubeln Maps an? Schon gemacht. Sehr gut. Ja. Ganz wichtig ist auch die Nähe zum Bürger hier in Los Santos, ne? Ja, ja. Bürgernähe ist ganz wichtig. Das kriege ich hin. Ja. Was ist denn die spezielle Bahn? Bar. Ach so, Bar. Das behämmert Ups. Es lag das schon. Hm. Ach so, das kenne ich. Ja, ich auch. Mit meinem Lenkrad ist es schwieriger. Also, das ist, Da muss ich jetzt gerade ein neues eingebaut, guck mal, der Bus steht immer noch da. Ja, perfekt. Kopfschmerzen. Wir haben ja um 22 Uhr eine kurze Dienstunterbrechung. Um 22 Uhr? Ja. Okay. Kurze Dienstpause. Mhm. Wie lange weiß ich aber nicht, das glaub, kann eine Viertelstunde dauern vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Du, Hubschrauber ist hier, achso. Ja, von ACLS. Oder die Post. Ne, das ist ACLS. Okay. Oder? Nee. Ach, Deepos, weiß schon gar nicht mehr. Das müsste Deepos eigentlich sein, haben sie recht. Soll ich dann in Dienst bleiben oder soll ich dann extra raus? Oder nö, also wir fahren dann zu 19, dann kann jeder hier mal eine kurze Getränkepause machen und sowas, eine Mittagspause oder hier Mitternachtssnack. Mhm. Und dann geht's eigentlich weiter. Ja, super. Muss jetzt keiner Code 8 gehen. Alles klar. Schauen wir mal. Wir warten jetzt hier einfach oder? Ja, der Hane steckt gleich wieder ein. Ach so. Kopfschmerzen für den Moment. Jetzt Migräne. Ja, kommt ja öfter mal vor, leider. Kann man nichts machen. Nee, bin froh, dass das geklappt hat. War ziemlich überraschend heute. Ja. Linse. Uiuiui. Jungs? Och, Mann, 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 Junge, wir waren gerade beim ACLS. Das erklärst du ein Schwarz, ey. Och nö, nicht schon wieder. Die Rechnung will ich nicht sehen, ey. Aber da steckt schon Kraft hinter, so eine Seitenscheibe mit einer Ellbogen einzuhauen. Ja, vor allem einfach so. Einfach so. Check. Hat man mich gehört? Ja. Ja. Gut. Hat jemand zurückgecheckt? Ja.
Perfekt. Dann habe ich es nur nicht gehört. Ich mache auch mal einen Funkcheck. Ja. 33 Funkcheck. Check. Ich habe Funkcheck gemacht. Yeah. Hilft, es hilft ja meistens, die Taste länger gedrückt zu halten. Noch? Ja, so hier eine Sekunde gedrückt halten und dann erst sprechen. Dass die Frequenz richtig aufgebaut ist. Ich muss mal einen Funkcheck machen. 43 Funkcheck. Check. Jetzt ging's. Ja, du musst umziehen. Ja. Ich glaube. Ich erkunde mich mal nach der kurzen Dienstunterbrechung. Ja. Hab ich was verpasst? Herr Schwarz? Ja. Ich habe ein Gerücht gehört, dass es gleich eine Dienstunterbrechung geben wird. Können Sie den Zeitraum abstecken? Ist Ihnen das bekannt? Nee. Okay. Nee. Vielleicht wird dann per SMS benachrichtigt oder sowas, oder? Von Streik weiß ich nichts. Ja, ich auch nicht. Gehen Sie? Reden wir nicht drüber. Okay. Oh. Ich bin froh, dass ich nicht mit Pink Fluff Unicorns angefangen habe, ne. Ja, hab nichts rausgekriegt. Hm? Hab nichts rausbekommen wegen der Dienstunterbrechung. Was? Warum? Nö, ne, ist irgendwie noch keine Information bekannt. Um was geht's? Hast du den D-Funk noch nicht gelesen? Achso, nee. Wieso? Was ist los? Was gibt's? Ich habe mir eine Nachricht geschickt, dass es zu einer Unterbrechung kommen kann. Ah. Dienstunterbrechung. Ja. Wir haben, hatte irgendeiner von den führenden Personen hier gerade irgendwas von der Dienstunterbrechung gesagt? Na, prüfen Sie mal. Also, ich zumindest mit Sicherheit nicht. Ja, ich auch nicht. Und so viele führende Positionen sind gerade nicht da, außer wir zwei. Heißt, einfach lassen Sie die Gerüchte weg und alles wird gut. Okay. Einfach weitermachen. Genau. Dann, Hahn, komm. Hör mal, hast du Arsch geraucht hier? Wenn du irgendwelche Gerüchte hörst, mehr. Wer sind Sie eigentlich? Ich. Genau, mach mal. Ich nicht, manchmal. Einer allgemeine Info. Alle Streifeinheiten, bitte sammelt euch mal um 21.57 Uhr vor dem 10.19 bitte. Leitstelle somit Ende. Oh, die Leitstelle macht eine Dienstunterbrechung. Jetzt kommt's. Nee, ich bin der Racho, ne? Ich bin hier Kadett jetzt seit heute, ne? Ah. Ja, stimmt. Ganz frisch noch. Sie müssen, glaube ich, ein bisschen lauter reden. Ich hab nicht mehr so gut Ohren. Die haben den verloren. Wie? Die haben den verloren? Was? Keine Ahnung, wird anscheinend geklaut. In deren Gewahrsam. Saftladen. Korps, Alter. Ich krieg zu viel. Ist einfach weg, oder wie? Hallo, und steht da nicht. Und jetzt? Weiß ich nicht. Dann nicht sowas wie Schadensersatz, oder... Mann, die sollen nicht klappern. Ja, ich muss mal einen Arm was dazu fügen. Da steht, der ist in der Verwahrstelle. Nicht, dass er unten in der Garage ist. Oh, stimmt. Das ist ja kein Hör. Ich sag dazu nichts. Ihr Kollege, ne? Ja. Mach mal die Augen zu, ne? Warum? Du? Was? Sind sie zu jetzt, oder was? Aber die auch dazu, hör mal. Ja, genauso. Ich gehe stark davon aus, Herr Officer. Was ist denn jetzt mit seinem Auto? Können wir jetzt los, oder? Ja, nee, der ist gerade bei seinem Auto, ne? Das wurde einfach gelöscht, ne? Das passiert halt. Hm.
Ich glaube, ich muss gut nachgehen. Ist das nicht hier unter Gewahrsam gewesen, Herr Officer? Ja, und dann bekommt das Depot einfach das Auto. Krieg ich denn so einen anderen Gürtel? Und wie kommt das dahin? Also ich wünsche euch noch einen schönen Feierabend. Ja. Ja. Das ist klar. Also haben sie da reinguckt, ohne dass die Person anwesend war? 43, gute Nacht, schönen Feierabend. Moin. Ja, wo dann? Ne, das will ich ja nicht sagen, dass sie das waren, aber sie können schon verstehen, dass das nicht rechtens ist, wenn sie da einfach reinschauen, ohne dass... Jetzt, ich verstehe. Ein Geistesblitz geht mir auf. Ich habe nämlich gar keinen Schlagstock dabei. Ja gut, dann wollen wir mal kurz auf unseren Kollegen warten und mal fragen, ob der da auch... Ja, oder ist. Ihr guckt mal eurem Hut, vielleicht habt ihr es ja da drin versteckt, du bist es nicht mehr, ne? Oder wie schaut's aus mit Schadensersatz? Also das... Ja, das wird ja was kosten, gibt's ja, oder? Ihr seid sehr laut. Entschuldigen Sie. Ich würde sagen, der Schadensersatz ist die Tatsache, dass wir noch leben, nachdem wir dann voll reinmoschiert sind. Da ist die Kopf. Ah, Junge. Manche Leute leben aber auch auf Folge 7, ey. Das ist schon nicht mehr Folge 7, die sind schon ganz weit über dem Limit. Jordan. Der Markov hätte die gestern am liebsten auf dem Mond gejagt. Jordania. LOL. 43 hat Code 5 am 10.19. Sehr vorbildlich. Aber es ist schön, dass wir neu können. Das ist schön. Ich gucke mal eben den Morgen. Warte, musst du da nochmal überarbeiten. Beim MD arbeitet aktuell einer. Und hier geht's schon wieder ein bisschen voran. 7, 8, 19, 11. Ja, ist so. Es ist auf jeden Fall Gentleman-Check. Ja, du kannst die Zahlen nicht direkt nehmen, weil zwei davon sind unabbrennlich, einer ist suspend. Okay. Es ist auf jeden Fall in der Verwahrstelle. Ach, da ist er doch. Achso, im Übrigen, wenn wir jetzt einmal hier alle zusammenstehen, es gibt keine Aktenauskünfte mehr, ohne dass im Grunde genommen jemand vom DOT dabei ist, vorzugsweise Anwalt, Staatsanwalt. So wie ich Ihren Kollegen das schon gesagt habe, ihr... Wenn ihr irgendwann kommt, will Akten einsicht nicht ohne... Nach Verwahrstelle. Okay, und das müssen sie dort einmal abholen. Ach, Redfield, haben wir absolut gar nicht mehr. Du hast dann eine komplett andere Frisur und andere Mütze. Alter, der hat die Hose voll. Das... Warte. Was geht denn, Alter? Alles fit? Ja, bei dir. Ja, muss, ne? Oh, ho, ho, ho. Merry Christmas, es, ja. Es muss ja. Es muss ein Officer mit ihm, wenn sie den Schlüssel dazu haben, muss ein Officer mit ihm ja da dort gewesen sein. Und das Ganze ist schon zwei Wochen, wenn nicht sogar zweieinhalb Wochen mehr. Mit ihnen das Fahrzeug gesucht haben, dann haben sie es wohl auch schon wiederbekommen. Nur es ist jetzt so, dass die Wahl, das ist bitte nochmal wiederholen, weil der Kollege da drüben auch gerade am Brüllen ist. Der ist so laut, ne? Ich kann sie leider nicht verstehen, sie reden alle so laut. Das ist ganz komisch. Wenn irgendjemand wartet, der hier anruft, vorbeikommt oder sonst irgendwas haben will, wenn, dann soll er mit einem Anwalt kommen oder halt mit einem Staatsanwalt. Alles klar. Also, weil sein Anwalt oder DJ angestellt hat. Genau. Der ist harter Verschleiß. Okay, also ich melde mich jetzt auch Code 8 und melde mich aus der 21M ab. Hätte ich noch einen Kadetten, der zugeteilt werden müsste. Ja, ja. Genau dann. Einen ruhigen Dienst noch. Kollegen. Er hat's gesagt. Na toll, danke, Connor. Super, wunderbar. Wenn jetzt hier wieder gleich Polen offen ist, ja, dann kommst du gleich wieder zurück in Dienst. Du kommst nicht alleine. 10-4. Ja. Gut. Und jetzt schön Feier. Bye bye. Erst einmal. Die 40 geht Code 8.
Nein, ich wollte. Ja. Jetzt möchte ich nicht mehr DJ sein, ihr habt mir Angst gemacht. Okay, also die Musik, die gerade lief, war auch nicht kein Alkohol, so Marihuana. Was war das nicht? Dein Wein. Na, aber hier ist nichts mehr los. Sehr schön. Doch, klar. Hm? Der DJ hat jetzt nur gerade aus GEMA-rechtlichen Gründen etwas Angst bekommen, seine Musik abzuspielen. Schön. Okay. Ja, dann ich werde jetzt einfach weitermachen, ne, mit 70s, 80s, 90s. Ja, dann Prost, ne? Gönnt euch, ihr Lieben. Ja. Ja. Ah, da bin ich auch. Schmeckt gut. Ich muss los. Jetzt geht's los. Problem ist leider die Lizenz für die Musik. Ja, das kann ich nicht übertragen. Es wird jetzt eh einen Strike geben mit bei zwei Teilen. Wenn das zu laut ist, sag Bescheid, ich kann das hier runter. Ja. GEMA und Co.
So, das war's jetzt mal mit Officer Connor für heute. Ich wünsche noch eine schöne, schönen Restfreitagabend. In diesem Sinne. Bye, bye.